Schauen wir uns die nächste an. Zuhause ist einfach, wenn der Immobilienpartner für jedes Bedürfnis das passende Eigenheim findet. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen live im UFC-Fanradio und Kickers TV von Bibershöhen. Erst das Heimspiel und so muss es sein. Es ist angerichtet, die Fans, die sind heiß wie Frittenfett. Und einer, der sitzt hier neben mir, ja Mensch, der ist ja auch wie aus der Fritteuse. Hallo und herzlich willkommen, Lutz Kammermeier. Hallo lieber Lars, hallo liebe rot-weiße Gemeinde daheim an den Röhrengeräten und Rundfunk. Empfangsstationen, wo immer, auf der Terrasse, im Keller, wo immer uns hört. Ja, empfänglich sind wir, Lars, vor dem Spiel schon. Heiß sind wir, geiles Wetter, 25, 27 Grad, Sonnenschein, ideale Bedingungen. Die Fans sind bretthart, riesiges EVO-Trikot da. Und ich sage euch ganz schnell die Namen zu diesem Spiel. Kickers Offenbach wird spielen mit der 16 Daniel Endres, mit der 8 Mike Vetter, mit der 10 Dren Hoca, mit der 11 Serkan Firat, mit der 15 Alexandros Theodosiades, mit der 17 Stefano Meyer, mit der 18 Florian Treske, mit der 20 Niklas Hecht-Zirpel, mit der 22 Serkan Götscher, mit der 26 Jan-Hendrik Marx und mit der 28 Benjamin Kirchhoff, das ist die erste Elf auf der Bank, mit der 31 Sebastian Brune, mit der 2 Marco Ferrokoski, mit der 7 Varo Lakoc, mit der 13 Christos Deulers, mit der 19 Semih Şentürk, mit der 21 Nikola Jürgens, mit der 23 Dennis Schulte, das der OFC, aber auch Steinbach hat Spieler, ganz schnell mit der 1 Löhe, die 2 Kunert, die 4 der Kapitän Herzig, die 10 Chandan, mit der 11 Trokulja, mit der 13 Reit, mit der 15 Granitz, die 17 Marquette, mit der 18 Bektaschi, die 20 trägt Heister und die 21 Wegener auf der Bank haben sie für das Tor. Mit der 27 Bibleka, mit der 5 Strojic, die 7 trägt der Hiri, die 8 Pisanovic, die 29 Misbach, die 31 Tim Müller und die 33 Maurice Müller. Das Ganze unter der Leitung von Schiedsrichter Daniel Schlager vom SV Germania Bietigheim, Marvin Meyer an der Linie von TuS Windschläg und Jürgen Schätzle vom FC Schönwald. Lars, your turn. Jetzt geht's gleich los. Endlich, endlich wieder Heimspiel auf Bibershöhen. Oh, was ist hier los? Donnerschlag. Das Bällchen, es rollt noch gar nicht, aber die Stimmung, die ist famos, wie man das hier von Bibershöhen kennt. Und Treske, der Neuzugang aus Worms, der wird zum ersten Mal hier gegen den Ball treten. In der Saison 17-18, in der OFC sich so viel vorgenommen hat. Steht auf, wenn ihr Kicker seid. Alles steht hier schon jetzt. Und da geht's los. Gott mit uns, der OFC. Der ist im Spiel und jetzt auch in der Heimspielsaison. Ja, und da war am ersten Mal Ball Niklas Hecht-Zirpel. Und wer es nicht mitbekommen hat, ich hab da Erwische, der hat leichte Knieprobleme, der wird geschont. Deshalb Hecht-Zirpel in der Anfangsformation, war ja in Hoffenheim sofort im Spiel. Jetzt langer Schlag von Steinbach. Das gibt der Freistoß, gibt es für Steinbach. Foul an der Nummer 10 an Chandan, Fatih Chandan, gekommen von Viktoria Köln, ein Mittelstürmer, ein Torjäger. Hat auch das. Aber jetzt aufpassen, aufpassen. Steinbach wird den ersten Freistoß hier aufs Offenbacher Tor schlagen. Halbrechte Verbindung, das Ganze diagonal, noch 32 Meter. Und dann versammeln sie sich alle dort vorne an der Strafraumgrenze. Offenbacher wie Steinbacher, die heute ganz in Schwarz spielen und der OFC im traditionellen Rot. Also, wollen wir schauen, dass jetzt hier nichts anbrennt. Lutz, babbel es uns vom Kasten weg. Na, hoffentlich weg. Also, rechte Seite, rechtes Halbfeld, Flankensituation, die 2, das ist Kunert, der wird die Flanke bringen, er bringt sie sehr nah an den Strafraum, Stürmerfoul an. Ah, so dürfen sie weitermachen, so ist es wunderbar. Auch heute könnt ihr mitgestalten, ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de, da geben wir eure Grüße mit über den Sender. Und es gibt noch ein Gewinnspiel, die GVO, die Gasversorgung Offenbach, die gibt ja immer Vollgas für den OFC und auch fürs OFC-Fanradio. Und Lotz, heute schwere Frage, wer waren denn die beiden Graffiti-Gangster, die hier das Stadion besprüht haben? Du weißt wieder nichts, oder? Wenn ich die zwei Lümmel erwische, dann ziehe ich die Ohren so lang, da kannst du einen Knoten draus machen. Ja, also keine Ahnung, wer es war, aber wenn ihr es wisst, dann schreibt dann fanradio@ofc.de und
oder kommt ihr mit in die GVO? Los, Trommel, könnt zwei Haupttribünenkarten gewinnen fürs nächste Heimspiel. Naja, da hätte man vielleicht auch pfeifen können. Stattdessen geht's weiter erst einmal mit Schwarz im Mittelfeld. Dann spielen sie erst einmal zurück. Und jetzt wird neu aufgebaut von der rechten Seite. Die Siebre Boys, ja, ja, Siegerland bremsen. Das ist hier, ja, wie soll man sagen, an dem Tropf hängt alles. Ja, Hauptsponsor ist da deutlich untertrieben. Ja, das mit 10. Das ist der TSV Steinbach, nicht mehr, nicht weniger. So, herzlich. Also, wir haben auch schon die ersten Einsendungen. Ja, genau, der Rocco-Pop, der weiß es, ist mit in der Lostrommel. Und Offenbach 79 weiß es auch. Liebe Grüße aus Zukos und Rolljil und Röstlich wegen Ihab, Sascha und Nicolson gegrüßt hat. Ihr seid empfänglich, fragt er und babbelt den Dreierneil. Lutz, sind wir empfänglich? Komplett empfänglich, habe ich ja vorhin schon. Guck mal, der da, der scheint auch empfänglich zu sein. Herr Dr. Gessner, ich bin empfänglich zunächst für eine Wurst, dann für ein Tor. So. Da war er wieder, Marcel Reich-Radinski, wie er lebt und schwebt. Auf der Kickerswolke Nummer 7. Der Ball, der ist im Tor aus und so wird es gleich Abstoß geben vom Offenbacher Tor. Grüße an alle OFC-Nasen, schreibt die Michaela Bürger und die Antwort hat sie richtig. Nein, sie schreibt, Hechtzirpel muss dabei gewesen sein. Nein. Stimmt nicht, oder? Nein. Also du hast zwar keine Ahnung, wer es sein könnte, aber du weißt, dass Hechtzirpel nicht dabei war. Ich habe mit dem Niklas gesprochen und er hat auch gesagt, er distanziert sich von solchen Aktionen. Er war definitiv nicht dabei. Seine Worte waren, halt, 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 keine Gewalt. Halt, 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 keine Bürgersteig-Farbbeschmierungsgewalt. So sagt er. So, jetzt kommen also wieder die Mittelhessen. Ja, ja, aus dem Land Dillkreis. Meine sozusagen Jugend habe ich dort verbracht. Oh, Überfall hatte ich, schnell geht's. Oh, und Theo, der muss erstmal auf Nummer sicher gehen. Das macht er auch souverän mit einem leichten Heber in Seiten aus. Ja, Einwurf für Steinbach von der rechten Seite. Ein, zwei Meter von der Eckfahne weg. Das Ganze Kunert, der rechte Verteidiger, wird einwerfen. Sucht noch einen Kameraden. Hat sich Chandan, glaube ich, war das angeboten. Ja, können wir uns befreien. Meier muss aufpassen. Kurz auf Vetter gelegt. Der wird sofort angegriffen, wird gefault. Freistoß. Linker Verteidigerposition. Ja. Links defensives Halbfeld war es. Benjamin Kirchhoff, der führt erst einmal aus. Zurückgespielt von Götscher auf Daniel Eckes-Endres. Und dann geht's auf die rechte Seite hier Richtung Waldemar Kleintribüne und Stefano Meier, das ist ein alter Weggefährte. Ja, ja, der wollte den Eckes ein bisschen warm halten. Ja gut, er hat gemerkt, der Eckes rostet ein bisschen ein, wenn er so lange rumsteht. Also hat er ihm den Ball mal so hingespielt, dass er 2-3 Meter laufen muss. Und jetzt bringt ihn der Eckes auf die linke Seite hoch, steigt Hechtzirpel, bringt ihn mit. Oh, das ist Vetter, der ist 20 Meter vom Tor, hat er die Möglichkeit. Ha. Was? Na, was denn das? Andersrum muss er pfeifen. Da mussten wir jetzt selber erst mal schauen, was er da macht. Also, der Vetter, der setzt an und ja, will gerade richtig schießen, kriegt da das Bein weg und dann gibt es Freistoß für Steinbach. Also das ist schon sehr lustig. Aber krummer Ball. Ja, der ist Zweitliga erfahren, der Schiri. Ah, die Zuschauer, die sehen das ähnlich wie wir. Ja, fand ich schon sehr komisch. War sehr, sehr komisch, aber nehmen wir mal jetzt so hin. Steinbach, linke Verteidigerposition. Ja, sind sie am Ball, bringen den Ball nach vorne. Geholt, nächste Situation über die linke Seite, das ist der Neumann Wegener, ist das. Aber aufgepasst hat Jan-Hendrik Marx. Die nächste Doppelgrätsche geht erst einmal in Seiten aus für den OFC, der Einwurf. Marx ist das, 10 Meter von der Mittellinie weg, kurz auf Hoca, zurück auf Marx. Ja, noch alles sehr, sehr unruhig hier, sehr, sehr schnell. Ja, zerfahren will ich es nicht mehr. Ja, Hoca, gut eingeleitet. Auf die rechte Seite geht das Bällchen. Vierrad nimmt mit. Kommt er da durch? Nein, noch einmal. Also jetzt die Seiten wechseln. Genau das macht er. Theodos Iades, der Grieche. Der kann jetzt erst einmal schauen. Spielt dann auf Hoca. Soll der Ball ins Zentrum gehen? Da kommt er rein. Naja, ich weiß nicht, war ein bisschen abseitsverdächtig. Aber weiter geht's. Und Steinbach erst einmal dort hinten. Ja, bemüht den Ball rauszuschlagen mit dem weiten Ball. Allerdings die Offenbacher schon hellwach. Hechtzirpel, der Neuzugang abgelegt auf Hoca. Und dann geht's auf rechts, direkt vor die Waldemar Kleintribüne. Jetzt nimmt der Fahrt auf, der Kickers Express. Ja, Vierrad ist das im rechten Halbfeld. Wechselt die Seite links, schön Theo in Linksaußenposition am Strafraum. Bringt er die Flanke rein. Ah, ausgeklärt, aber noch einmal Theo an der Strafraumkante zurück auf. Hoca quergelegt, Götze, Schusssituation, komm, zieh mal ab, Junge. Geblockt erst einmal. Ticken zu spät, aber immer noch der OFT im Ballbesitz. Und dann versuchen sie ihn mit der Kerze rauszuprotzen. Ah, so langsam gewinnen sie da ein bisschen an Meter. Aber dann kommen sie über die linke Seite. Nein, nein, Stefano Meier ganz souverän dazwischen gegangen. Und der OFC kommt erneut über die halbrechte Verbindung. Jetzt muss es schnell gehen. Und genau da vorne links, da steht er. Jetzt erstmal reingespielt, Hechtzirpel. Ja, der spielt fast bis zur Grundlinie auf Mike Vetter. Das haben sie sich gut ausgedacht. Allerdings, ja, hat es ein bisschen Zeit gekostet. Zurückgespielt. Hoca. Oh, das war der erste Warnschuss. Ein Hallo. Ja,
16 Meter, 17 Meter, leicht links versetzt mit rechts. Schlenzt dann aber genau auf den ganz in grün gekleideten Frederik Löhr. Und ich glaube, der Frederik Löhr, wenn ich es richtig sehe, der hat die Haare nicht mehr so schön wie beim Spiel dort. Ja, und schon gar nicht so schön wie ich, meine Frisur, oder? Das sowieso. Obwohl, die den Frederik Löhr würde deine Frisur auch gut stehen. So, Jan von Soesten schreibt, euch viel Erfolg und im OFC-Fanradio Grüße aus Bremerhaven. Bremen ist Werderland, ihr schaut das super Fanradio weiter so und Prost. Und jetzt kommen hier weitere Grüße, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, denn das sind die Steinbacher unterwegs auf der rechten Seite. Und der Ball, der geht ins Aus, das ist gut, da kann ich das hier zu Ende führen. Leider bin ich krankheitsbedingt heute nur am Fanradio mit dabei, aber euer Gesang eben hat mir die Freudentränen in die Augen getrieben. So schön, dass ich das miterleben durfte. Weiter so und babbel die drei Punkte heim. Euer OFC Riese. Ja. So, was haben wir da hinten? Erst einmal Einwurf OFC. Ich will mal hier gucken. Wir dürfen heute eine ganz, ganz wichtige Mitteilung nicht vergessen. Aber Treske, schön rausgelegt. Aber Scheinbach hat ihn geholt. Können wir den Einwurf schnell ausführen. Olli Reck will es schnell machen, aber Theo kommt erst einmal. Also Theo, guck noch, dann sage ich jetzt einmal ganz schnell. Die Monika Swadosch hat mich darum gebeten, machen wir gerne. Ihre Mama, die Renate Dernbach, die hat heute Geburtstag. Und die hat heute ihren 80. Ja. Geburtstag. Sagen wir Happy Birthday, alles Gute. Seit Jahren ist sie Fanradio Fan und auch Unterstützerin. Auf jeden Fall. Sagen wir alles, alles Gute, Renate Dernbach. Grüße in Rot-Weiß und auch rot-weiße Grüße nach Berlin, genau, an unseren unartigen Direktor. Da ist er, Dennis Braun, der uns diese tollen Intros und all das bastelt, was ihr so immer zu sehen bekommt. Er sagt selbst über sich, ab heute gehört er zum Tatterkreis. Ja, ist er 40 jetzt? Er ist 40 geworden. Endlich 40 geworden. Nein, der alte Mann und seine Grafiken. Endlich ist er so alt, wie er seit Jahren aussieht, der gute Mann. Ja. Ja, und er schreibt, ob wir auch wirklich empfänglich wären, aber das haben wir schon mal gesagt. Empfänglich, ne? Sowas. Also alles Gute, Dennis. Der da hinten, guck dir den an. Ach du liebe Zeit, was führt denn der wieder im Schilde? Herr Dr. Kästner, lassen Sie mich jetzt mal ran, damit dir das Tor endlich fällt. Der Kammermeier hat es nicht mehr drauf. Nein, Lutz, komm schnell wieder her, Lutz. Lutz, komm. Los jetzt, Steinbacher, spiel ein Spiel. Nein. So, da war er wieder, Marcel Reich-Ranitzky. Wir leiten ja und schwebt auf der Kickerswolke Nummer 7. Ah ja, du passt nicht auf, Lutz, Mensch. Ja, bisschen mehr Konzentration. Ja? Der war noch am Kauen. So, also der OFC, ja. Ja, Mensch, also wenn es schon Freistoß gibt, dann ist ja wohl ein Foulspiel vorausgegangen. Und wenn man sich dann vor den Ball stellt und auch noch den Freistoß, die Ausführung behindert, dann ist das frech. Dann ist das normalerweise gelb, je nachdem, wie der Schiedsrichter drauf ist. Weil das darfst du nicht. Weil diese ewige Mehrmann. Der kriegt keinen Schokopudding. Das eh nicht. Da gibt es auch nachher keine Seife mehr zum Duschen. Du wird kalt, wird geduscht ohne Shampoo. So, Freistoß. Götzer, ja, aus dem Mittelkreis, aus der Mittelkreislinie in der Hälfte, links rausgelegt, per Kopf erst einmal geklärt. Gucken wir mal, kriegen wir den nächsten Ball? Nein, Can dann wieder da am Ball. Ach, guter Mann, aber Hoca passt auf. Ja, kann er nicht holen. Eins, Seiten ausgeklärt. Thomas Müller hat Grüße ans Fanradio-Team, inklusive Herrn Reich-Ranitzky, alle Leverkusener Freunde, alle Facebook-Freunde, heute ganz klar ein Sieg. Liebe Grüße vom Kickers-Opa. Gewinnspiel hat er auch richtig beantwortet, ist mit in der GVO-Lostrommel. Und genauso auch der Ben aus Hamburg, der hier natürlich mit live im OFC-Fanradio dabei ist. So, der OFC, der versucht jetzt hier die Ball erstmal abzufangen. Aber die Schwarzen, das sind in dem Fall die Mittelhessen, die bleiben im Ballbesitz. Kommen ihrerseits aus der eigenen Hälfte ohne großen Raumgewinn. Jetzt dann aber doch vor der Waldemar kleinen Tribüne. Weiter Pass dort vorne bis zur Ecke. Und dort, ja, hat, wer war das? Johnny Max, glaube ich, geklärt. Und der OFC, der ist im Ballbesitz, auch wenn er jetzt erst einmal verlustig geht. Aufpassen, denn mit Weitschüssen, da haben wir keine allzu guten Erfahrungen. Nein, den habe ich mir auch noch mal angeschaut. Das war schon ein unglaubliches Brett da in Hoffenheim. Jetzt aber Mike Vetter, rechte Seite. Ja, bleibt am Ball. Immer noch zentral. Ein richtiger Ackergaul im positiven Sinne, der Mike. Ja, hat der Schiri gewartet, wurde gefoult. Kein Vorteil, Freistoß OFC. Zentral, 40 Meter vom Tor, alles prima. Ja, das muss man den Hoca jetzt mal machen lassen. Ja. Sowas kann der Hoca. Ja, der kann auch gerne mal vom Torwart runterfallen oder lauter so Geschichten. Nehmen wir heute alles. Alles. Also 0:0 steht es auf Biebershöhen, 11 Minuten gleich gespielt und der OFC jetzt mit der ersten Chance, ja was heißt mit der ersten Chance, mit dem ersten Freistoß der besseren Art und Lutz, da wollen wir es nochmal sagen, wir sind derart empfänglich. Komplett empfänglich hier für Tor. Und Vierrad hat sich die Kugel liebevoll hingelegt, aber auch Hoca, ja, ich sage auch Hoca, wir haben ja befohlen, Hoca macht es, was macht er, schießt, Nachschussmöglichkeit, nein. Also, das war jetzt die zweite größere Möglichkeit für den OFC.
OFC. Und hört nur, OFC, OFC, skandieren Sie hier. Die 6.500, da lege ich mich fest, sind es mindestens. Ja, und der Trend muss es geübt haben, weil der war so, wie ich ihn mir erhofft habe, nicht irgendwo oben ins Fangnetz, sondern der fällt irgendwann hinter der Mauer runter. Der war gar nicht mal so einfach zu halten. Der hätte schön unten im Eck gesteckt. Jetzt aber Eckstoß von der rechten Seite. Vierrad mit links mit den Gewalt bringen. Bringt ihn sehr, sehr kurz. Mal gucken, jawohl, dahin. Nachschuss, Hechtzirpel, kann er den bringen? Tor! Tor! Hechtzirpel! Macht das ohne Neuzugang! 1:0 für den OFC! Donnerschlag! Das wollen wir! Das gefällt uns! Mensch, das Kickers Freudenhaus, es lebt wieder richtig auf. Jep, war das geil. Er nimmt diesen geklärten Eckstoß aus 18 Meter zentral an. Der war ganz, ganz schwer zu verarbeiten. Ja, lässt ihn halb runterfallen, zieht aus 16 Metern ab und der Ball fliegt oben in den linken Winkel rein. Unhaltbar. 1:0, Hechtzirpel. Alles wieder richtig gemacht. Also das macht richtig Spaß. Hier geht der Punk ab auf Biebershöhen. So kann, so soll es sein. Und die Steinbacher, die sind hier mit großem, großem Elan gestartet. Die müssen sich erst einmal schütteln und rütteln. Aber das ist eine Top-Mannschaft. Die werden nicht aufstecken. Jetzt kommen sie gefährlich dort vorne am Strafraum. Da reklamieren sie, da wollten sie sogar einen Freistoß haben. Aber der Schiri stand gut, hat das gesehen. Und Kirchhoff gut geklärt. Also das Bällchen, das ist hier hoch in der Luft. Hier geht es hin und her. Und wieder Dreske. Oi, da wird aber umgemacht. Donnerschlag. Mein lieber Scholli, da muss man auch mal hier dazwischen gehen als Schiri. Ja, aber es geht weiter. Steinbach muss aber hinten rum spielen. Hui, schütteln, rütteln. Lutz, ja. Das ist nicht so schlecht. Nee, das war jetzt nicht so schlecht, muss man sagen. Frühes Tor, jo, da muss man sich nicht lange drüber ärgern. Wunderbar. Wir haben schon Schlimmeres gesehen hier. Deutlich Schlimmeres, deutlich und viel. Na, ich muss sagen, wie ich den Spielplan gesehen habe, den habe ich mir gedacht, okay, die ersten 7 Spiele, da sind schon fast alle Knacker dabei. Also da wissen wir dann schon, was Sache ist die Saison. Da lügt dann gar nichts mehr. Steinbach, die haben eine Killertruppe da unten. Also über Hoffenheim brauchen wir nicht reden. Je nachdem, wie wir das hier gestalten, wissen wir, wie unsere Jungs sind. Da wird keine Augenwischerei betrieben. Das ist hier alles Realität und bisher sieht es so gut aus. So, aber Steinbach, rechte Seite. Theo passt auf und kickt den Ball in unsere Richtung. Ich habe ihn im Genick gefangen, hast du das gesehen, ja, Lutz? Ja, da hat er den tot gestoppt mit dem letzten Schweißtropfen im Nacken. Immer im Genick, der Ball. Ja, der liegt, ich kriege ihn noch gar nicht weg, der ist da festgesaugt. Ja, gut, dass die Balljungen seinen zweiten Ball reingeworfen haben. Ja, wir sind vorbereitet für sowas, wir haben einen Zweitball. Der Trend in Offenbach geht auch zum Zweitball. Fußball, Hauptstadt, Olli, da skandieren sie hier über die Ränge und 1:0 für der OFC. Ja, eine frühe Führung, das macht natürlich besonders Laune, ganz klar. Riesenstimmung auf Biebershöhen. Einwurf, erst einmal Steinbach zurückgeworfen in die eigene Hälfte. Ja, und da geht der Vetter schon richtig drauf. Also der Vetter ist alles andere als ein Abwehrspieler. Nein, der spielt alles andere. Nein, der ist quasi zweiter Stürmer, das ist so. Also wir spielen 4-1, 4-1 und Der kann im Grunde auch ein Tor. Ist doch klar, vielleicht spielen wir auch 4-4-2, wenn der Vetter echter Stürmer ist. Also, Theo, hast du das gesehen? Auf dem Bierdeckel hat er sie vernascht. Und eingeleitet, da ist er wieder, der Mike. Jetzt geht er an Zweien vorbei. Aber das ist vielleicht dann doch einer zu viel. Naja, jedenfalls haben sie ihren Schaft dahinter mit dem Mike. Absolut, absolut. Ja, der geht ihm ins Kreuz. Genau, der sieht es, der Schiri. Hat es gesehen, Daniel Schlager von Germania Bietigheim. Und pfeift für uns den Freistoß. Im Mittelkreis das Ganze. Also hört nur, was hier los ist. Mittlerweile mehr Zuschauer da als vorhin, als ich den Tipp abgegeben habe. Mit etwas Glück kratzen wir die 6 weg und das wäre fürs erste Spiel geil. Das wären 2 mehr als letztes Jahr. Also der Ball, der kommt dort vorne wieder in den Strafraum. Treske im Liegen und da steht er wieder vorne in der Spitze. Unser Killer Vetter. Ja, da hat 2 Assists geholt, hat den Elfer rausgeholt, den Ball, das Tor von Treske vorbereitet. Also der Mike, der kann es halt überall auf dem Feld. Deshalb ist er so ein extrem wertvoller Spieler.
Das ist auch ein Spieler. Ah, Ball im Aus und der Markus Jahn, der schreibt, babbelt das Ding irgendwie rein. Dreier brauchen wir. Und er meint, er hätte letzte Woche den Birko in Bieber gesehen. Das ist möglich, weil er wohnt ja dort. Wie ich eben auch. Und Theo, der versucht jetzt noch einmal rein zu flanken. Kurze Bande, lange Bande, Karambolage. Und dann ist der Ball dann beim Torhüter. Und das ist kein geringerer als Frederik Löhe, der Mann mit der Nummer 1. Gisem Burgner schreibt, hallo aus Sao Paulo in Brasilien an alle UFC-Fans. Ich wäre jetzt so gerne im Stadion, aber es macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Super Fanradio, schreibt er. Weiter so, Lucky und Luca. Ich grüße meinen Freund Andreas, der gerade live dabei ist, Sammy. Und die Antwort hat auch richtig ist mit MGV-Gewinnspiel. Jetzt aber gefährlich, da kommen sie. Oje, Piktaji, Götscher am Strafraum. Gemeinsam schaffen sie es und am Ende Fierat, der sofort zum Konter umschaltet. Rechts raus, spielt auf Jan-Hendrik Marx, der geht gleich auf der rechten Seite über die Mittellinie. Guckt, da nimmt er Fierat mit, der so im halbrechten Mittelfeld spielt. Und ja, wie ein Regisseur jetzt den Ball verteilt auf Theo, auf die linke Seite. Guck mal, wer bietet sich an? Dreske, den kriegt er nicht. Herzig hat den besseren Laufweg, aber der Dreske, der lässt sich nicht abhängen. Herzig macht das mit all seiner Erfahrung, dreht sich wie der Kaiser, spielt raus und weggeschlagen der Ball. Chandan kann ihn am Ende sichern, zurückspielen auf Kunert, aber jetzt Kirchhoff. Kirchhoff alles noch in der Hälfte der Steinbacher. Chandan klein, klein spielen da. Sie wollen sich befreien, aber unsere gehen auch gleich drauf. Jetzt müssen sie hinten wieder in die Kette gehen mit Herzig. Also Trenoccia sehr, sehr wach. Gutes Stellungsspiel. Ist hier bandagiert, also von der Hand, der linken Hand bis hoch an den Unterarm. Weiß nicht, was er da genau hat, aber es beeinträchtigt ihn nicht, bis gar nicht. Ja, irgendeine Fingerblessur habe ich gehört, aber auch nur gehört. So, jetzt Balleroberung. Dreske hat prallen lassen. Wieder Hoccia kommt er jetzt zentral. Rechts rausgelegt. Sehr, sehr schön. Auf Vierrad. Er hat den Ball. Zieht jetzt in die Mitte. Wieder abziehen. Wieder Robben wollte das machen, aber wird geblockt und aufpassen auf den Konter. Meier, passt auf, alles fair gemacht. Schön der Killer. Doppelpass, Hoccia, schön durchgesteckt, wollte auf Dreske. Immer noch am 16. Nein, da ist keiner. Ja, egal. Theo muss so laufen. Ja, Dean, Theo hat ihn. Also jetzt reinflanken, die Kugel. Und Dreske, der steht da vorne in Killermanier und wartet schon. Aber das hätte ja niemand geglaubt, dass der Theo ausgerechnet. Theo diesen Ball noch. Ausspiel, Bektaji, gelb. Nein, lieber Scholli, jetzt kriegst du gelb. Und womit? Mit Recht. Donnerschlag. Haut er den Kirchhoff, der früher am Ball war, einfach mal so von hinten um. Ich unterstelle ihm keine böse Absicht, aber es war schon recht fahrlässig und er zieht es auch durch, deshalb ist gelb. Das ist das, was man ein Frustfoul nennt, wenn man zu langsam ist. Ja. Und dann muss man einfach nochmal da, naja, das ja, muss... Da war einfach Kirchhoff zu schnell, da hat er wunderbar reagiert, hat den Ball erlaufen, wird umgehauen, also Freistoß. Also der Sunny Bock schreibt, Grüße aus Tirol, ich grüße alle KSV-Fans, mal sehen, wie das Hessen-Derby ausgibt, mein Tipp 1:1. Ohne Manuel Pavlik hat die richtige Antwort, ist mit im Gewinnspiel. Grüßt von der Sektion München aus Bayern und jetzt erneut Freistoß UFC. Das Ganze 38 Meter und 67 Zentimeter. Fierat flankt dort vorne rein auf die Fünferkante, aber dann erst einmal geklärt auf Seiten des TSV Steinbach. Passt mir auf Konter auf, Chandanda zentral, links ist es Bektaji, bringt den Ball auch in die Mitte. Eckes, pass auf, hat den Ball abgefangen. Oh ja, gut, alles Eckes, gut. Der hat das Kügelchen aufgenommen. Naja. Also 19,5 Minuten gespielt, 1:0 führt der OFC, 12. Minute nach einem Eckstoß war es Niklas Hechtzirpel aus 16 Metern, der den Ball da annimmt und dann Volley einfach mal in den Winkel haut. So soll das sein, so muss das sein, aber jetzt müssen wir aufpassen wieder. Oh, Bektaji am Strafraum, da zieht er ab, aber weit, weit vorbei. Also der war ambitioniert, aber am Ende nicht gut justiert, der Ball. Abstoß für den OFC. Also Pacey Bean schreibt, meine amerikanischen Kinder sind zu Besuch und freuen sich mit euch auf das erste Tor. Macht weiter so, es ist wunderbar, wie ihr bei uns beim Abendessen, wie ihr uns mitreißt. Klaus Josef Werner aus der Elbestraße hier in Offenbach und Harald Weckesser, der schreibt, die Lösung aufs GV-Gewinnspiel, die zwei Graffiti-Holz, kann nur Lutz Kammermeier und Markus Dörfler gewesen sein. Bereits vorhin sagte ich, die zwei Deppen waren das nicht, die sind selbst zu sowas zu blöde. Nee, also da war er wieder, Marcel Reich-Ranitzky, aber der war es auch nicht. Also falsche Lösung. Rot-weiße Grüße jedenfalls aus Heusenstamm an euch und an Marcel. Wir sind für das zweite Tor empfänglich. Grüße an Babs, Beppo und Jumbo, wie gesagt, vom Harald. Ja, weiter geht's mit Hoccia. Ja, ja, der hat die Kugel erst einmal verlängert, dann geht er ins Aus. Und Einwurf wird's geben für die schwarz gekleideten Steinbacher. Ganz, ganz krass intensives Spiel, was wir hier sehen. Da wird kein Millimeter hergeschenkt. Das sind zwei richtig gute Mannschaften, die hier spielen.
allerbeste Unterhaltung, die ersten 20 Minuten, 1-0 für der OFC. Hecht Zirpel, der Torschütze, nach 12 Minuten. Aber gegen Steinbach ist hier noch gar nichts durch, noch überhaupt nichts. Wir haben eine gute Richtung eingeschlagen, aber die sind brandgefährlich, hier haben ordentlich Qualität. Das ist eine richtig gute Truppe, da lege ich mich fest. Am Ende sind die auch unter den ersten sechs. Bin ich ganz, ganz, ganz sicher. Und ich finde es auch gut, dass wir am Anfang gleich die richtig Guten bespielen, weil da wissen wir, wo die Reise hingehen kann. So, also die Antworten mit Lutz Kammermeier häufen sich. Markus Stör und Lutz Kammermeier muss das gewesen sein. Ist sich die Barbara Franke ganz, ganz sicher. Auch sie hat Grüße aus Heusen, Stammern, Beppo, Harald und Jumbo. Also weiß ich nicht. Lutz, vielleicht warst du doch dabei. Nein, also ich male ja Comics, aber ich spraye nicht auf Straßen rum. Nein, sowas mache ich nicht. Auch wenn es nur Kreidefarbe war. Ja, 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 hey, jetzt gibt's da ein kleines Scharmützel direkt vor der Waldemar-Kleintribüne. Das sollte er tunlichst unterlassen, wenn er clever ist. Aber allzu clever ist, scheint er nicht zu sein. Oh ja, und die vielen tausend Offenbacher Fans, die haben das aus bester Nähe gesehen. Und die sind ja, bekannterweise ja, ja, immer objektiv. Ja, und die sind auch ganz objektiv auf der Seite von Florian Treske, der natürlich recht hat in diesem kleinen Disput da. Wer ist das? Reit könnte das gewesen sein. Daniel Reit, dreh dich mal um. Böser Bursche, genau der war's. Der eine, ja, an der Frisur erkennt man sie manchmal recht gut. Allerdings hat vorne der Bektaschi eine ähnliche, aber das war jetzt Reit. Flanke kommt rein auf der Hechtzirpel, will kurz ablegen. Herzig passt auf, rechts rausgelegt und dann rausgeschlagen. Ein Hechtzirpel war da dazwischen. Mal gucken, ob er den noch holen kann. Kann er nicht. Abstoß gibt's für Steinbach. Also das ist auch eine echte Bereicherung, wie überhaupt alle drei oder alle vier Neuzugänge. Alle fünf, wenn man sogar die Jungen mitzählt. Also muss man echt sagen, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Lobhudelei, Teil 27. Die haben einfach Plan, unsere sportlich Verantwortlichen, die haben überall ihre Augen, ihre Ohren, die wissen, wen sie holen. Das war in der Vergangenheit so. Das ist diesmal so, da bin ich guter Dinge. Nur in einer Frage hatte Olli Reck keine Ahnung. Das ist leider deine Personalie, muss ich halt sagen. Irgendwas muss zwischen euch in den 80ern gewesen sein. Ja, ich sag da jetzt nichts mehr zu. Ne? Wahrscheinlich hast du mal irgendwann nach einer Parade von ihm nicht laut genug geklatscht damals in der Bundesliga. Und das hat er sich gemerkt. Kann wohl so sein. Ja. Wird so sein. Es gibt keinen anderen Grund. Ja, also zwischen Olli und mir, da weißt du, das ist das Tischtuch zerschnitten. Ja. Das ist ein offenes Geheimnis. Das rot-weiße Tischtuch. So. Konter, Götzscher. Nein, der war zu weit. Ah, Mike hat es im Karate-Sprung, hat er den Ball erst einmal gesichert, aber dann geht er doch rüber in die Reihen der schwarzen Steinbacher. Und die versuchen neu aufzubauen, ganz tief aus der eigenen Hälfte herkommend. Naja, und Nico Herzig, das ist ein Zweitligaspieler, kann man schon sagen. Vielleicht hat er sogar auch in der ersten Liga schon gespielt, das weiß ich nicht, aber war eigentlich überall. Ich glaube, in Rostock war er, ne? Ja, ist auf jeden Fall eine Abwehrkante da hinten, extreme Erfahrung. Ist einfach so, muss man so sagen, muss man so anerkennen. Aber wir haben ja auch lauter gute Jungs. Oh, der geht aber gut vorbei, der Timo Kuhnert. Hat der Bektaschi gefunden, der will durchstecken. Vierrad, pass auf, köpft den Ball zurück auf Daniel Endres. Der lässt sich Zeit, da kommt er angelaufen. Der Fatih Chandan von Viktoria Köln gekommen, der hat schon ziemlich eindrucksvolle, ja, Daten. Hat in der Super League, der türkischen Super League gespielt, ein paar Spiele. Und hat in der Regionalliga West ordentlich gehütet, also der weiß auch, was Sache ist. Treske, steil gemacht von Treske! Mit dem Kopf vorgelegt, Hotscher raus auf die linke Seite, muss jetzt Vierer legen! Oh nein! Aber was für ein Spielzug, Donnerschlag! Das macht Spaß, unsere Buben zu sehen! Ja, wieder klasse, Vierer zieht nach innen, dann zieht er ab aus 16 Metern. Fuß dazwischen, komische Flugbahn, aber Löhe, diesmal hat er es gepeilt, geht einen Schritt zurück und kann den Ball irgendwie wegwischen zur Ecke. Nicht wie beim Hinspiel, wo er der Ball hinter ihm ins Tor fiel. Also jetzt Eckstoß von der linken Seite. Hecht Zirpel ist das. Nee, Quatsch. Hotscher ist das, der den Ball bringen wird. Ich gucke hier durch eine leicht verdreckte Plastikscheibe. Aber den Trend habe ich dann doch erkannt. Eckball kommt sehr, sehr weit. Da ist niemand. Ja, das nennt man den Pass in den freien Raum. Ja. Also Frank Meyer, der schreibt, moin Lars, moin Lutz, die beiden Sprecher sind Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Rot-weiße Grüße aus Norddeich von Flynn und Frank aus Wiesbaden. Weiter so in allen Belangen. Und ja, dann ja, haben wir das hier auch mitverlesen. Und wir haben hier auch den Spielstand rot auf weiß. Da steht es 1-0 für der OFC hier zu Hause am Biberberg. Ja, und Steinbach, was gibt's da? Stürmerfaul, klar, der stummt dann weg, den Jan Hendrik. Und da gibt es Freistoß von der rechten Seite, rechtes Halbfeld fast auf der Seitenauslinie, ziemlich genau auf der Seitenauslinie, in der Hälfte der Steinbacher, rechts vor Block 1e. Da oben die Rückwand rot-weiß, sieht jetzt schon geil aus, die dann da besprayt wird und so.
tolle Sache. Was jetzt kommt erstmal die Flanke hoch rein, vorne auf den Elfmeterpunkt. Nachschuss. Theo versucht jetzt mit der Brechstange. Aber dann links, rechts am Tor vorbei. Das Ganze dann doch 7-8 Meter. Nicht wirklich gefährlich. Ja, da sage ich es mal, wir wollen weitermachen, Fanradio. Und wenn ihr das auch wollt, dass wir weiter Fanradio und Kickers TV machen, dann unterstützt uns mit 40 Euro. Die brauchen wir genau von dir, der du jetzt gerade Fanradio hörst. Ja, und wenn es auf einen Schlag zu viel ist, geht es auch mit 2x20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag 3,33 Euro. 20 Spieltage sind jetzt finanziert, 20 dafür herzlichen Dank. Viele, viele haben mitgemacht. Es braucht noch ungefähr, ich glaube, so 130, die sich hier beteiligen. Und dann kriegen wir das gemeinsam hin, wie wir das bis jetzt immer hinbekommen haben. Es ist ja die 11. Saison, wir sind das dienstälteste Fanradio. An uns haben sich viele, viele ein Beispiel genommen. Und naja, auch Mitbewerber sagen, keiner ist so recht herangekommen. Nee, wir auch. Das ist alles nur, weil wir Marcel Reich-Radetzky als unseren Coach haben. Da haben Sie recht, Herr Dr. Kistner. Ohne mich lief hier nur Ihre Nase. Ja, ohne Kritik geht halt nichts zum Besseren, oder? Ja, ist leider so, ist leider so. Also er treibt uns immer wieder an, oder? Natürlich. Also jetzt treibt erst einmal Theo an, dort hinten aus der eigenen Hälfte wird es nämlich Freistoß geben, der ruhende Ball und dann geht er cross rüber vorne in die Spitze und da steht, wer, natürlich, wer steht in der Spitze, Lutz? Mike Vetter. Ja, wer denn sonst? Tatsächlich ist das so. Echt? Der kappt der Mittelstürmer. Gegen 2, gegen 3, wir haben den Ball. Im Grunde war immer Mittelstürmer. Schon immer gewesen. Ja, nie was anderes. So, jetzt aber... Reicht, das ist Vierat mit Jan-Hendrik Marx. Schöner Doppelpass. Vierat ist im Strafraum. Ah, was hat der Vierat gemacht? Ist über die eigenen Achsen geflogen. Ja, da ist es ein bisschen hängen geblieben an dem Mann. 17 mit Selbstüberlistung. Ja, passiert, da war der Verteidiger. Der ist Meisterspielverderber. Was haben wir jetzt? Einwurf OFC, ja. Also, Tolga Girbert schreibt, es ist so schön, euch anzuhören. Leider konnte ich heute nicht da sein. Ich grüße meine Freundin Annalena und die Lösung hatte auch richtig die Tolga Girbert. Und jetzt erst einmal versucht der OFC noch einmal. Kommt der Theo ran? Erstmal gut abgeschirmt, davor Check gespielt. Ja, Theo holt die Kugel runter. Jetzt in die Mitte rein. Gestochen! Das sollte Vierrad reinkommen. Hätte er da noch das Teleskopbeinchen ausfahren können, dann wären wir dem 2:0 noch ein Stück näher gekommen. Eckes, der hat aber auch eine stoische Ruhe da hinten. Ja, der hat er. Jandan hat ihn angelaufen, aber Eckes wartet einfach, rotzt den Ball nach vorne. Jetzt haben wir den nächsten Versuch der Steinbacher wiederum abgefangen. Jan-Hendrik Marx beruhigt die ganze Geschichte. Zurück auf Daniel Endres. In weiß und grau gekleidet, aber ohne Blumenstrauß. Also ihr, ja, schreibt Daniel Naumann, meine Freundin und ich hören gerade eure Steinbach-Übertragung. Noch ist sie kein Fußballfan, aber ich impfe ihr das gerade so ein bisschen ein, dass Kickers gehen. Bitte helft mir dabei und grüßt die Dani mal von mir über das Fanradio. Ich liebe sie, danke und rot-weiße Grüße aus Biber, Daniel Naumann. Natürlich, Dani, du gehörst jetzt ab sofort auch zum OFC und vielleicht widmen wir dir jetzt gleich das 2:0. Das wäre ganz, ganz toll. Also, Vetter erst einmal abgelegt, der Forcher. Dann geht's rüber auf die linke Seite, Theodor Sojades. Lutz, dann übernimm mal. Ja, macht er. Linke Seite mit rechts geflankt. Weit rein! Oh, da war wohl abseits. Der Kleinste, der stieg am höchsten und das war Vierrad. Ich glaube, war es Vierrad oder drei, ich weiß es nicht. Vierrad war. War es Vierrad, okay. Weil ich gucke hier immer noch durch diese leicht verdreckte Scheibe. Das nächste Mal bringe ich hier Putzzeug mit durch die Plexiglasscheibe und da... Was ist das? Der ist ein bisschen unzufrieden. Also ich habe Länderpunkte aus Italien. Bella, bella Italia. Ciao. Schöne Grüße an das Fanradio-Team aus Chioggia in Italien. Auf das 3 Punkte am Berg bleiben, schreibt der Thomas Forster. So, jetzt erst einmal aufpassen dort hinten. Und ja, das muss ich schon sagen, der Kirchhoff, das ist eine echte Bank. Das ist eine Kante da hinten drin. Ja. Ciao Italia. Sono Tifosi di Kickers Offenbach. Was hast du gegen Familie getan, Lars? Hast du meine Familie beleidigt? Hast du dich gegen Familie gestellt? Lars, warum hast du das Eigentor geschossen? So, also jetzt da hinten ist das Bällchen bei Frederik Löhe. Und da sehen wir es eigentlich am liebsten beim Torhüter. Ja, oder im Tornetz sogar, wenn er es rausholt. Das ist die Szene, die wir am liebsten sehen. Aber das ist ja wieder Nico Herzig, der erfahrene Routinier. Aber der Pass, der kam nicht an. Nur zu den Offenbacher Kickers. Und die hauen den Ball erst einmal raus. Wieder in die Hälfte der Steinbacher, die allerdings jetzt wieder kommen. Am Strafraum sind sie unterwegs. Über die rechte Seite, dann noch die Drehung. Jetzt versucht er die Seite zu wechseln. Aber Vierrad, der sagt, Dankeschön, ich habe ihn. Ja, da ist es. Jandan fand Vierrad und der
leitet den Gegenangriff ein, geht jetzt heute Mittellinie auf der rechten Seite, rechts rausgelegt auf Jan-Hendrik Marx. Vor Block 2a guckt der Jan-Hendrik, wohin damit, da flanke ich doch mal die Mitte, aber da ist keiner. Nein, zurückgespielt, auf den Tor, was ein Brett hier, du. Der Kuhnert prüft den Löhr. So, und Oliver Koch, ja, der lebt ja am Fuße der Zugspitze und der weiß das GVO-Gewinnspiel wie folgt zu beantworten. Pünktchen, Pünktchen und Pünktchen, Pünktchen sind die Verbrecher. Recht hatte. Recht hatte. Recht hatte. Ja. Die Verbrecher, die jetzt hier das Stadion besprüht haben. So also, was will ich nicht sehen. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Nichts zu tun. Da distanzieren wir uns in... Halt, halt, halt. Keine Gewalt. Vor allem nicht gegen unschuldige Trottoirs. Fair geht vor. Oh, jetzt ja, Chance, das ist Götscher, flankt in die Mitte. Am langen Pfosten Hecht Zirpel, bringt er rein, Treske will hoch, kommt nicht dran. Rausgeschlagen am Ende der Ball. Eieiei, aber wieder der Killer bringt den Ball in die Gefahrenzone. Da stand der Treske gefühlt eine Viertelstunde in der Luft, aber am Ende hat es dann doch nichts gebracht. Jetzt erst einmal Steinbach über die rechte Seite. Und das ist schon eine ganz, ganz spielstarke Mannschaft. Absolut, das ist hier... Das ist keine Laufkundschaft, die hier mal vorbeischaut. Das ist eine Spitzenmannschaft, eine eingespielte Spitzenmannschaft. Vorne sind sie noch nicht so ganz eingespielt, da müssen sie sich noch finden. Das kann unter Umständen unser Plus heute sein, aber das wäre zu früh, da was zu sagen. 31, fast 32 Minuten gespielt. 1:0 führen wir hier. Hecht Zirpel nach 12 Minuten den Ball aus 16 Metern in den Winkel genagelt nach der ersten Ecke. Das war es 1:0, danach hatten wir Möglichkeiten. Keine großen von Steinbach, also, aber insgesamt ein hochinteressantes Spiel hier. Da geht es hin und her, da schenkt keiner dem anderen irgendwas. Das ist richtig schön anzuschauen, muss ich sagen. Das ist der Regionalliga Südwest, lache ich drüber, habe ich schon langweiligere Zweitligaspiele gesehen. Und jetzt Theo beim Einwurf. Hotscher macht er gut. Mit der Körpertäuschung hat er ihn aussteigen lassen. Aber dann hat er ein bisschen geschlampt beim Abspiel. Und so sind die Steinbacher im Ballbesitz, sage ich, und strafe mich Lügen. Eieiei, griechisch-römisch, aber Vorteil lässt er gelten. Johnny Marx, der hat sich ein Herz genommen. Was macht er? Naja, da muss er erst nochmal Schlenker machen, da kommt Hoca. Jetzt öffnet der Pass und Vierat versucht mit dem Lupfer. Hinter die Fahne. Oh Mann. Oh Mann. Ah, wäre zu schön. Zu schön gewesen. Wäre zu schön. War so eine geile. Zwei Meter abseits muss man wirklich nicht pfeifen, oder? Ich finde das sehr, sehr. Frechheit. Sehr, sehr kleinlich. Also bis, sagen wir mal, wenn einer 20 Meter. Das kann okay. Er sich ja für die andere Seite aufheben, oder? Eben. Aber nicht bei uns. Für die zweite Halbzeit gerne. Hat ihm das auch nicht gesagt, wenigstens. Weiß ich nicht. Also herzlich am Ball zu Löhe gespielt. Ihr hört es an den Namen. Hintenrum läuft es bei Steinbach, ein Neuaufbau. Jetzt ist er wieder bei Herzig, der ist am rechten Strafraumkante. Steinbacher Fans sind auch stets bemüht, auch einfachste Fahnenschwenks unter Anleitung zu beginnen. Aber ohne jede Choreografie, muss ich sagen. Da fehlt ein Kapo. Ja, da fehlt ein Kapo. Da fehlt die ordnende Hand. Steinbach-Ultras sind nicht gut organisiert. Nein, es gibt ja, glaube ich, erst zwei, aber die könnten sich auch besser organisieren. Aber da gibt es, glaube ich, Streit, wer denn nur der Kapo ist und wer der Schwenker. So, Steinbach hat den Ball aber, versucht es wieder über die linke Seite anzugreifen. Noch alles im Mittelfeld. Nee, jetzt den Ball in die Spitze auf Chandan gespielt. Aber aufgepasst, Kirchhoff, gut gemacht, Doppelpass. Kirchhoff, jetzt muss er nach vorne, sicher den Ball bloß, macht er. Gözer dreht sich, schaut rechtes. Oh, was für ein geiler Pass auf Hirat und vorne. Der auf der rechten Außenbahn spielt. Jetzt zieht er ein bisschen rein, aber dann hat er einen Haken zu viel geschlagen. Dennoch geht der Ball in Zeiten aus Einwurf OFC. Das heißt, die Kickers bleibt am Ball. Denn da war noch ein schwarzes Bein dazwischen. Und der OFC, der spielt weiter kräftig aufs Tor der Steinbacher. 34 Minuten gespielt. 1:0 steht es auf Biebershöhen. Und Lutz, wir wollen nachlegen. Wir sind empfänglich für das zweite Tor. Absolut. Sollten wir. Wir sind hier die spielmachende, spielbestimmende Mannschaft. Steinbach reagiert, versucht es im Konter. Wir sind nur dritter Eckball. Ah, Eckball für den OFC. Und dann habe ich gleich hier noch ein Mail vom Thomas Seigel und der schreibt nichts als die reine Wahrheit. Ah, das werden wir gleich hier mal verlesen. Aber jetzt wäre noch die Gelegenheit, nach dem 3:0 Eckballverhältnis vielleicht das 2:0 zu machen. Es zieht von der Ferse hoch über die Wade bis in den Oberschenkel. Und ich glaube, die Empfänglichkeit. Ja, soll ich ihn rein? Babbel's rein. Dann zeige ich dir jetzt mal, wie das geht, Lutz. Zeig's mir. Also, Eckstoß für die Offenbacher Kickers. Serka. Vierrad. Der konzentriert sich, hebt gleich beide Hände in die Luft. Dann kommt die Flanke, ganz weit zurückgelegt auf Theodosialis. Der zieht ab, Kopfball noch einmal rein. Naja, es war ein guter Ansatz. Aber die Technik hat uns die falsche Szene eingespielt. Ja, das Problem ist halt, hättest du da gestanden, hättest du wie damals Matthäus in den Winkel gejagt. Richtig, und jetzt lese ich hier die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Hallo ihr zwei, schreibt der Thomas Seigel.
tolle Reportage. Für den Eingangssong erhaltet ihr 10 Punkte, 10 Points für den nächsten Eurovision-Song, den natürlich in der Offenbacher Stadthalle stattfindet. Die zwei Sprecher waren übrigens Hermann Huber und Rudi Völler. Grüße an alle Kickersnasen und bringt die 3 Punkte mit. Viele Grüße von Thomas Seigel aus Freigericht. Nichts als die Wahrheit. Bis auf die zwei Sprecher, die komplette volle Wahrheit. So, war das gar nicht der Hermann? Na. Und der Rudi. Aber wieso nur 10 Punkte? Ich glaube, 12 ist das Beste. 10 Points. Aber Germany, 10 Points. Ja, aber 12 wollen wir da holen. Ja. Mit 10 Points wären wir auch kein Erster. Wenn die anderen, wenn Luxemburg 12 Points kriegt. Zusammenstoß. Oh, du Scheiße, wie das auch so klein ist. Zwei Fliegen. Ja, ja, ja. Der Kleine will es mit dem großen Jumbo-Jet aufnehmen. Ja, ist aber zum Glück, also wahrscheinlich gefühlte 500 Meter tiefer, also alles okay. Jan-Hendrik Marx hat den Ball auf der rechten Seite. Ihr könnt ja gerne da oben Theater machen, aber nicht hier bei uns im Stadion. Nicht im Stadion, bitte, ja. Bitte gern abseits. Die Flugsicherung hat das auch nicht mehr im Griff da oben, ne? Nee. Ja, die, weißt du warum? Weil die alle kicken. Kirchhoff auf, ich zirpel, der ist am linken Strafraum. Das ist nur, weil die alle Fanradio hören, glaubst du? Oh, Theo, reingespielt! Oh, der kann den Ball nicht festhalten! Da zappelte der Ball dort am Torwart. Und der Name nicht auf, so bleibt der UFC im Ballbesitz. Jetzt der zweite Gang noch einmal. Hoca, also, der überlegt, schön reinspielt. Ganz auf der Außenbahn reingeschlagen, noch einmal. Ah ja, der war schon über aus. Ja, also maximal 30 Zentimeter, das muss man jetzt es auch ist nicht. Sehr, sehr kleinlich, was sehr, sehr kleinlich. Also, wenn der Ball hinten an die alte Hochstätte der Bande knallt. Hier wieder Länderpunkt, der rot-weiße Grüße aus Chapala in Mexiko an den Fanclub Diaspora und der Kickers Fanradio. Wieder eine klasse Übertragung von euch. Heute ein Dreier bitte. Dann schmeckt der Tequila gleich doppelt gut. Im Übrigen habe ich festgestellt, dass der Mexikaner von Natur aus OFC-Fan ist. In diesem Sinne alles Gute, Martin. Der Mexikaner an sich ist Kickers-Fan. Ja, wenn Martin das sagt. Wie der Chinese. Ja, wenn Martin das sagt. Natürlich. Wenn er das sagt. Weil er es sagt. Weil er es sagt. Warum ist das so? Weil er es sagt. Natürlich. Ja. Das hat schon mal ein großer Philosoph gesagt. Ein ganz der war zweiter Vorsitzender. Ja, ho, der hört. Tiefen Respekt vor diesem Menschen. Ganz tief, du. Ja. So, Theo. Nach vorne gebracht, Vetter, da geht er auf Herzig, ja, ambitioniert abgespielt, Vetter geht dazwischen, André Kulja ran, jetzt der Weideschlaf von Herzig, jetzt müssen wir aufpassen, aufgepasst hat Kirchhoff kurz auf, Götscher lässt prallen, Hotscher, Hechtzirpel und er wechselt jetzt die Seite, sagenhaft Niklas, Hechtzirpel, sagenhaft. Und das ist was der Platz hat jetzt, Johnny Marx, komm, und er verlängert er. Geht er bis zur Grundlinie, bis zur Torlinie, Vierrad. Dann legt er sich erstmal auf den linken Schlappen, reingeflankt, genau auf den Befehlerpunkt kommt er nieder. Allerdings erst einmal Steinbach, dann aber Tren Hoca. Zurück in den Ballbesitz. Stefan Neumeier wechselt noch einmal. Ja, na, das wird nichts. Da sind die Schwarzen auf jeden Fall auf dem Posten. Versuchen jetzt ihrerseits über links zu kommen. Aber der OFC, ja, man hat so den Eindruck, sie setzen den sehr, sehr eloquenten, schnellen, flinken Steinbachern ganz schön zu. Und sie stehen einfach gut diszipliniert. Gutes Zweikampfverhalten. Also es macht Spaß, die Kickers zu sehen. 1A, tipptopp stehen wir hier gestaffelt. Setzen immer wieder schöne Angriffe hier in Szene. Wir sind die überlegene Mannschaft nach knapp 39 Minuten. Wir führen hier völlig verdient mit 1-0. Wir hatten auch danach die besseren Möglichkeiten. Steinbach im Grunde noch keine wirkliche. Also Hechtzirpelstor. Bislang das Einzige. Wir hätten noch eins machen können. Wir sollten noch eins machen, um uns etwas zu beruhigen. Aber wir sind auf jeden Fall und? Absolut im Spiel. Haben Sie den Hotscher an die Zange genommen und er wälzt sich jetzt hier am Boden. Ah ja, und jetzt steht er auf und jetzt ist er wieder geheilt. Ja, macht erst die Show. Nummer 18. Was ist denn das für einer, du? Der hat schon gelb. Was für ein Schlumpf, du. He? Fällt hin, wie tot. Ja. Und dann auf einmal springt er auf. Also sowas. Schipper und Bektaschi, vormals erst gekommen. Auch der, schreib's auf, kein Schokopudding. Nein, früher Hessen-Kassel. Da hat ihn der Matthias Mink, da erkennt er ihn. Da hat er seine beste Zeit gehabt. Das ist aber dann geholt jetzt. So nicht. So nicht, Bursche. Also Hoca jetzt beim Freistoß. Das ganze 38 Meter dort vorne reingeschlagen. Aber erst einmal Steinbach Herr der Lage. Theo kommt da nicht mehr zurück an die Kugel. Und so versuchen sie es überfallartig. Zwei Steinbacher gegen drei Offenbacher. Aber gefährlich wird es dennoch. Da geht er vorbei. Und jetzt hat er sich auch ein bisschen verstolpert. Eckes! Hast du das gesehen, was der Eckes dort gemacht hat? Mir steht gerade ein bisschen das Herz still, aber das ist völlig okay. Decke! Sie lösen schnelle. Ein Zauberer! Sie lösen schnelle Konterangriffe des Gegners. Spielerisch. Da wird mal im 5-Meter-Raum, vor dem 5-Meter-Raum, zwei, dreimal
Doppelpässchen gespielt, der Stürmer noch ausgespielt vom Eggers. Alles prima, alles gut. Der Eggers ist ein Techniker vor dem Herrn. Unfassbar. Unser technisch beschlagenster Spieler. Ich glaube, Pep Guardiola hätte jetzt Tränen in den Augen gehabt, also wenn man diese Abwehrlösung gesehen hätte. Unglaubliche Szene. Also wir haben hier viel, viel Spaß, denn das, was wir zu sehen bekommen, das sieht gut aus. Auf beiden Seiten übrigens. Und jetzt Steinbach versuchen es brachial, aber Eggers fängt ihn ja gar nicht mit der Hand. Nein, mit der Brust lässt er ihn abtropfen. Und ich habe hier noch weiteres. Hallo ihr beiden, schön euch wieder zu hören. Bin gerade auf der Arbeit, kann aber euch zuhören. Die drei Punkte bleiben mir offenbar. Liebe Grüße aus Vancouver in Kanada. Alles in Rot-Weiß auch hier. Euer Linky. Der Kanadier übrigens an sich ist auch Kickers-Fan, weißt du das? Rot-Weiß, es ist ja an der Landesflagge schon. Die das ist ja nach uns ausgerichtet. Ja, ja, rot und weiß gehalten. Ist so. Die, also Vancouver ist ja ein altkanadischer Begriff. Das heißt ja übersetzt aufs Deutsche Offenbach. Also Vancouver heißt übersetzt ins Deutsche Offenbach. Ja. Ist ja bekannt. Ja, richtig. Ist ja bekannt. Und Canada ist, also heißt auf Deutsch übersetzt Kickers. So. Kickers, ja. Ich habe wieder was gelernt hier. Lars, frag mich einfach. Ja, ja. Ich glaube, ich frage gleich mal hier deinen Kollegen, ob das stimmen kann. Was du nicht weißt, kann ich mir alles sehr schnell ausdenken. Ja. Ja. Also Freistoß gibt es für den OFC, das Ganze vor der Waldemar-Klein-Tribüne. Da wir jetzt 41 Minuten und 18 Sekunden gespielt haben, 1-0 für den OFC noch immer. Unterm Strich geht das in Ordnung. Ein Spiel auf sehr, sehr hohem Niveau von beiden Teams hier in der Abendhitze. Aber wie gesagt, es macht richtig Spaß, hier zuzuschauen. Oh, schön gemacht von Kötscher. Sieht dort Johnny Marx, der geht dort auf der Grundlinie. Jetzt kommt die Flanke rein. Kopfball! Oh, ganz knapp links vorbei. Donnerschlag, der ist aber auch nicht auszurechnen, der Hechtzirbel. Nein! Niklas Hechtzirbel, der steigt genau richtig hoch. Und das war richtig torgefährlich. Ah, ja, du, der hat 10 Hütten gemacht in der Rückrunde. Eins gegen uns, also der hat gegen uns getroffen, gegen die beste Abwehr der Welt. Also da muss er gut sein. Also Laura schreibt rot-weiße Grüße, hat das Rätsel der GV der Gasversorgung auch richtig beantwortet. Ist mit dem Lostopf. Und Florian Ludwig schreibt, die beiden Sprecher können ja nur Pünktchen-Pünktchen gewesen sein. Ich grüße den Lederbub Finn aus dem Block 1 aus Fuerteventura. Babbel das Ding, Nummer 2 rein. Rot-weiße Grüße vom Florian. So, und jetzt geht's weiter. Ja, mit einem Freistoß, Lutz, für Steinbach. Aber, das wird nichts, zumindest kein Direktschuss. Nein, das eher nicht, aber es sind diese blöden Flankensituationen. Linkes Halbfeld, etwa 8 Meter von der Mittellinie weg. Ja, ziemlich genau 9 Meter, wenn ich jetzt den Mittelkreis verlängere. 8,56 Meter, und da kommt jetzt der Ball mit rechts. Kommt er lang in den Strafraum rein, da müsst ihr wach sein, da müsst ihr aufpassen. Rein, Kirchhoff per Kopf der Erste, Hotscher per Kopf der Zweite. Nächsten Ball hat Steinbach wieder sofort reingechippt. Jan-Henrik Marx passt auf. Und gucken wir mal, Treske kann sich da den Ball herholen. Hey, Einstoß. Meine Herren, aber schön gemacht, Treske. Der nimmt einfach den Ball, spielt sofort weiter. Zu schnell für den Schiedsrichter. Warum eigentlich? Ich meine, das war doch gut. Nein, nein, er muss erst einmal, er hat die Cut schon in der Hand gehabt. Da wird erst einmal die Bestrafung vollzogen, dann der Freistoß ausgeführt. Das ist in Ordnung. Wenn an die Bösewicht. Wer war denn der Bösewicht? Die 15, das war Simon Kranitz, der hat auch gelb gesehen. Kaltduschen. Bötti. Bötti. Blauer Punkt auf den Duscharm. Die Sahne vom Schokopudding, ja. Das auf jeden Fall. So, Freistoß kommt Richtung Strafraum. Gucken wir mal. Da wird Treske ganz schön gestummt von hinten. Ja, der Treske hier, den haben sie ganz schön in den Schraubstock eingespannt, ja, oder? Treske, das habe ich jetzt auch gelesen. Der ist der wirklich der erfolgreichste Regionalliga Südwest-Torjäger mit jetzt, glaube ich, 67 Hütten. Da hat er die meisten Tore geschossen. Also, wir selber waren ja total happy, als er kam. Das ist natürlich woanders auch bekannt, was dieser gute Mann kann. So, Eggers hat die Kugel und ich denke, wenn er jetzt nicht noch ein paar Zauberkunststücke da hinten macht, und das ist ihm ja zuzutrauen, ja, dann wird er dann die Kugel doch nach vorne spielen. Soweit wieder rasiert, also wieder rasiert. 3 Tage Bart. Ein guter Leute, viele Grüße aus München. Wie immer, ein super Job macht ihr weiter so. Überweisung wird am Wochenende durchgeführt, brüllt für mich den Dreier rein. Und damit ich auch am Montag bei den ganzen Hachingern und 60ern hier was zu lachen habe, Grüße nach Saarland an Silvana Babsack und ans Bobbelje. Sven Herjans schreibt das. Und jetzt geht es weiter mit dem langen Ball auf Steinbacher Tor zu. Aber da ist so recht kein Offenbacher. Ah ja, und jetzt versuchen sie die Kugel rauszuschlagen, aber das machen sie nicht gut. Nein, 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 da wird ganz zurückgespielt. Warum? Ja, aufgrund mangels Alternativen nach vorne. Denn der OFC, der ist auch hier richtig gut im Stellungsspiel. Insbesondere dieser junge Mann. Und der gefällt mir von Spiel zu Spiel besser. Ja, Kirchhoff hat in Alsenau, sagen wir mal, ein bisschen neben sich gestanden. Da hat er, weiß ich nicht, vielleicht ist er mal. Dafür war das Alsenau-Spiel da, dass er bei dem Spiel neben sich stehen darf. Dass er da ein bisschen, bolzen kann. Aber danach, Hoffenheim heute, Tipptopp-Leistung, 1A, alles prima.
Handspiel, Handspiel! Der Herzig nimmt den Ball nur mit der Hand mit. Freund, das musst du sehen aus 8 Metern. Der Herzig war früher Torhüter. Ja, aber das ist ja Volleyball, was er da macht. Nimmt den Ball nur mit der Hand mit. Hallo Lucky, hallo Luca. Es ist immer wieder eine Freude, euch zu hören. Aber noch lieber wäre mir, lieber bei live am Biberer Berg dabei zu sein. Wir werden für das 2:0 empfänglich. Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Die GV-Gewinnspielfrage meinte. Jetzt schauen wir erst einmal. Theo muss nämlich die Kugel wegmachen. Und genau das macht er jetzt auch. So, und vor allem an den Uli soll gegrüßt werden, der gestern ins Krankenhaus kam. Und heute schon wieder Bergluft schnuppert. Eure Gerli aus dem fernen Österreich. Und in Österreich ist man an sich ja auch Kickers-Fan. Und Halbzeit ist. Halbzeit ist. Wir sind gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. So, da haben wir die Zeit genommen. Jetzt geht's weiter. Steinbach erst einmal mit dem Vorstoß hier auf die linke Seite. Nein. Und da darf er hin, der Ball ins Seitenaus. Nein, der Wetzler, der Florian heißt er. Ja, so heißt er, der Florian. Auch ja, Lutz, die Frage, die sich jetzt alle stellen, wie sieht's denn aus? Ist der OFC ja in der alten Formation zurückgekommen oder hat es viele, viele Wechsel gegeben? Ja, Olli Reck hat, glaube ich, 8-mal gewechselt. Nein, ja. Es gab keine. Ja, wir sind noch im Testspielmodus. Oder? Ja, nein, es gibt überhaupt keinen Grund. Ja, hast du das gesehen? Da fällt er hin wie so ein Sack, ein nasser Sack. Und kriegt sogar einen Freistoß zugesprochen. Ja, Chandan war das. Auch von Viktoria Köln gekommen, Torjäger. Aufpassen, links Außenposition am Strafraum, 6, 7, 8 Meter noch vom Strafraum weg Richtung Seitenauslinie. Relativ, ja, 2/3 nah zur Seitenauslinie. Mit rechts wird er treten. Das wird eine ganz, ganz gefährliche Situation. Also passt mir auf, Joti brüllt da rein. 16er abdecken, aufpassen. Ja, Hoccia wird da zurückgeschickt. Ein Mannmauer, Vierrad ist es, der passt auf, dass da nichts anbrennt. Der Ball, der kommt jetzt gefährlich aufs Tor raus. Verlängert von Vetter erst einmal. Hinten, weit, weit raus zum Einwurf. Ja, und ich habe Grüße hier vom Pinbot. Bisher schöne Übertragung. Ich bitte um weiter so ergebnismäßige Nachrichten aus Franken. Und Franken ist natürlich auch in Offenbach. Das war der Klaus. So, und jetzt geht's weiter mit dem Eckstoß. Nein, mit dem Einwurf. Machen wir es nicht schlimmer, als es ist. So, und da kommt er reingeflogen. Aufpassen! Oh, der Eck ist. Der blinzelt nicht einmal. Der Ball geht übers Tor. Aber es wird weiteren Eckball geben für den TSV diesmal. Der erste. Ja. Von der rechten Seite. 3:1 nach Ecken steht es hier für den OFC. Von der rechten Seite jetzt für Steinbach. 1:0 nach Toren. Hechtzirpel, 12. Minute, das Ganze. Und jetzt passen wir auf, mit rechts wird er weggedreht werden vom Tor. Gucken wir, der kommt hoch am Fünfer, runter per Kopf, Herzig. Oh, da war er da, der Chandan, da wollte er noch aufs Tor. Hallo ihr beiden, natürlich auch ein Hallo an Herrn Doktor im Hintergrund mit wahrscheinlich wieder einer Wurst im Mundwinkel. Herzlichen Dank, auf die Wurst wartet man Stunden, aber sie mundet großartig. Wabbel den Sieg rein, ihr macht das schon. Ich grüße euch ganz herzlich, meine Frau Steffi, die neben mir auf der Liege liegt und mit mir Daumen drückt. Rot-weiße Grüße an euch, Gruß vom Eugen. Ja, unser Herr Doktor, der Marcel Reich-Ranitzky, wie er leibt und schwebt auf der Kickers-Wolke Nummer 7. So, und S. Schmidt hat auch die richtige Antwort. Grüße an die Urlauber Andi und Conny. Und ja, das könnten wir eigentlich jetzt gerade auflösen, das GVO-Gewinnspiel, die Gasversorgung Offenbach, die ja immer Vollgas gibt für den OFC und für das OFC-Fanradio. Sie lobt ja 2 Karten aus fürs nächste Heimspiel hier auf Bibershöhen. Das heißt, unser neuer Bierlieferant muss gezogen werden. Ja. Lutz, du bist die Glücksfee. Und ja, vielleicht lösen wir es vorher mal auf. Wer waren denn die 2 Verbrecher? Also ich war schockiert, denen hätte ich das nie zugetraut. Serkan Vierrad und Mike Vetter haben sich tatsächlich vergangen am Gehweg. Verbrecher. Die ziehe ich an der Ohren hier. Ihr Leute, ihr könnt bis zum Mond hochschmeißen, euer Ohrläppchen, solange ich stehe. So, und da brauche ich jetzt von dir eine Zahl zwischen 1 und 34. Ach du Scheiße, wen nehme ich denn da? Den Torschützen Hechtzirpel, die 20. Die 20 wird gewinnen, die 20. Ja. Schauen wir mal, Vetter auf der linken Seite, aber erst einmal mit der 8 rausgelegt. Bringen wir die Flanke hinein, geklärt zum Einwurf für den OFC. In Höhe der linken Eckfahne, 1-2 Meter noch weg von der Eckfahne. Theo wartet darauf, dass ein Steinbacher Spieler ihm den Ball zuwirft. Macht er jetzt auch. Theo kurz auf, Hoccia wieder auf Theo. Links außen Position kann er die Flanke bringen. Aber den nächsten Ball lässt er ausrollen. Wieder Einwurf für den OFC. Gleiche Position. Theo schaut, wo kann ich ihn jetzt hinwerfen. Hechtzirpel bietet sich an, Hoccia bietet sich an. Aber ansonsten wird es dünner. Also, ihr Lieben, jetzt kommt Reske. Oh, der bekommt ihn nicht. Nein, Hechtzirpel auf der Grundlinie zurück auf Theo. Flanke kommt rein, die kommt gefährlich. Vierrad per Kopf, aber noch ein Meter übers Tor. Sauber. Eieieiei.
So, der Lutz, der hat eben so ein bisschen Glücksfee gespielt und unsere Laura, die uns ja jetzt verlässt, die hat heute noch einen einzigen Job. Sie gibt nämlich jetzt die Gewinnerin bekannt. Und Laura, wer hat denn gewonnen? Ja, Laura. Die Laura hat gewonnen? Hast du gewonnen? Nein, du nicht. Nee, ich leider nicht. Du bist nee. Ausgeschlossen vom Gewinnspiel, aber ja, die Laura, die nennt sich im E-Mail? Eva. 1901. Eva, 1901. Also schick uns deine komplette Adresse und dann, herzlichen Glückwunsch, Laura. Und Laura, also du hast dir die Karten jetzt sozusagen besorgt. Ja. Gut, also dann Glückwunsch. Und auch Glückwunsch. Also werden wir die eine Laura sozusagen jetzt verabschieden, die uns viele Tore eingefangen hat. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und die andere Laura, die werden wir uns begrüßen. Ja. Und wie es die Laura, die jetzt verabschiedet ist, schon machen musste, sie musste immer das Bier holen, das darf dann die neue Laura machen. Genau, das darf sie machen. Gerne und immer wieder. Gegen dann Völkling, gell? Genau, Völkling ist das, oder? Das kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt schauen wir erstmal auf den Freistoß, denn der wird gleich kommen hier von der rechten Seite. Nee, Kassel. Kassel ist das. Also Hessen-Kassel. Das Derby wird das dann sein. Jetzt der DSV Steinbach mit der Flanke, aber erst einmal der Dreske abgewehrt. Aber nein. Und da geht er am Tor vorbei. So, dann haben wir das. Und wir haben Grüße aus Wien vom Kollegen Kaspar Lauk. Was macht denn der wieder in Wien? Der ist bestimmt am Prater. Am Prater, ja. Und isst esser mal Bäuchel, lieber Kaspar. Geh einfach mal in so eine Wirtschaft und esser mal Bäuchel. Blöd sind wir nicht, aber Fisch sind wir schon. Esser mal am Teller Bäuchel. Wenn du das schaffst, dann hast du meinen Respekt. Das ist so widerlich, es riecht wie Hundefutter. Das ist, glaube ich. Ball ist im Aus. Viele Grüße aus Schottland. Sendet euch Frank Krause heute. Interessiert keinen, was Celtic oder die Rangers machen. Heute interessiert nur der UFC. Ich hoffe, dass ihr euch eure heutige Sendung mit den Worten "Die drei Punkte bleiben am Berg" beenden könnt. Schreibt, wie gesagt, der Frank Krause. Das hoffen wir in der Tat auch. Da haben wir jetzt hier sehr, sehr viel abgearbeitet. Jetzt widmen wir uns erstmal dem Spiel. Und dann haben wir noch was Schönes. Das müssen wir gleich hier noch dann ausrichten. Aber jetzt ist Frau Steinbach. Also die stecken nicht auf. Ganz im Gegenteil. Die dürften sich noch was vorgehen. Genommen haben. Nein, die müssen wir aber erst einmal befreien da hinten, weil wir pressen sehr, sehr früh. Jan-Henrik Marx, warte, dazwischen geht wieder drauf. Technisch macht er das gut da, der Dennis Wegner. Wieder am Ball, spielen hinten, wollen spielerisch lösen, schaffen das auch jetzt auf Löhe gespielt. Der hat natürlich Platz, der hat Luft. Jetzt nach rechts verlagert das Ganze auf Nico Herzig. Ja, wollte mit großen Schritten gehen, muss aber erst einmal abstoppen auf Nikola Trykulja, auf den Sechser. Gleich weitergeleitet auf Daniel Reit. 13er geht über die Mittellinie jetzt. Guckt, schaut, zeigt an. Leute, zeigt euch. Jede Lars schüttet rein, ist ihm zu viel. Aufpassen! Hui, Ecke ist erst einmal. Kirchhoff zur Ecke. Hui, da war Chandan. Auf einmal war er frei, der Ecke ist das Bein, zuckt raus. Er kann den Einschlag verhindern und dann klärt am Ende. Also Eckball Nummer 2 für die Mittelhessen, die natürlich jetzt hier richtig aufmachen müssen. Und jetzt versuchen sie es mit dem Eckball. Ja, die haben natürlich verdammte Qualität da vorne. Wir müssen aufpassen und gucken. Jetzt Eckball kommt auf dem Elfer, runtergeköpft. Da ist er mal raus, Nachschuss. Eckeswelt, klasse, Parade von Daniel Endres. Den kann er nicht sehen, den kann er nicht halten, aber den hält er. Ja, das Ding war unhaltbar und irgendwo zaubert er den Reflex raus. Und mit dem kleinen Finger hat er das Ding noch um die Ecke, um den Pfosten. Überragende Parade, seht's euch an. Wahnsinn, Wahnsinn. Also hier passt einfach alles bis jetzt. Aufpassen, aufpassen, der nächste Eckball, der kommt schon reingeflogen. Das ist der dritte an der Zahl. Oh, da ist gefährlich in den Stolper weg, Demi Huller. Und genau das hat er jetzt gedacht. Und jetzt Konter, vielleicht Vierrad. Genau, schnelles Umschaltspiel, Hecht Zirpel. Der sieht jetzt auf der rechten Außenbahn. Johnny Marx kommen. Der geht jetzt Richtung Tor. Allerdings zwei Steinbacher dabei. Da hebt er die Kugel übers Tor. Das andere blieb nicht übrig. Eieiei, es ist sein Spiel. Es ist richtig geil. Es ist ein geiles Spiel. Da liegt ein Steinbacher verletzt am 5-Meter-Raum. Gucken wir mal. Schiri hat schon gepfiffen. Keine Ahnung, wer es ist. Er hat orange Schuhe. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Man sieht keine Nummer, kein Gesicht, gar nichts. Können wir hier weiter Länderpunkte verlesen. Christian Klaasen schreibt aus Edinburgh in Scotland. Haut rein, die drei Punkte wären fein. Schreibt da ein toller Reim übrigens. Und Volker Goll, unser Kollege hier aus dem Medienteam. Und Verwaltungsrat ist er ja auch noch. Und in so vielen anderen Funktionen. IG Stadionbau, Erwin Herausgeber. Also das ist ein Total-Talent. Der kann alles. Das Einzige, was der Volker nicht ist, ist
Oberbürgermeister Offenbach. Also Zeit kann er noch wird, werden, kann er noch Volker, werden. Zeit wird's. Ja, aber hallo, jedenfalls Grüße an euch, alle OFC-Fans. Wir freuen uns schon auf das nächste Heimspiel auf dem Bersch, wenn wir wieder beste Aussicht über die Dächer von Marseille haben. Mit den besten Grüßen Antje-Marie und Volker. Also da grüßen wir sie, die ganze Gollhagel. Immer noch verletzt ist er. Mal schauen. Und weil das Spiel immer noch nicht weitergeht, habe ich hier noch was ganz Tolles. Also wir grüßen an dieser Stelle den Junior Wehne, also auch das ganze Taxi-Team und Afratze von der Fledermäuse soll gegrüßt werden. Also die Junior, das ist ja hier also einer aus der dritten Generation und auch er ist dort im Taxi. Fledermaus-Team beheimatet. Grüße auch an Wolfgang und Momo, die hier natürlich heute hier im Stadion sind, sich das live anhören. Und Adi, den habe ich vorhin auch hier schon ein bisschen geknuddelt. Also, der muss natürlich schauen, dass das hier alles so richtig nach Plan läuft. Ich glaube, der Adi hat die Mannschaft gut eingestellt. Absolut. Daniel Reit ist es, das wollen wir nachliefern. Jetzt erkennen wir, Daniel Reit ist da verletzt gewesen, geht es an den Rand. Wird gleich wieder reinkommen. Der läuft relativ rund, also der wird die Karriere fortsetzen. Es geht eh weiter mit Abstoß von Löhr. Ist jetzt passiert. Reit wieder im Spiel, also 11 gegen 11. Löhr hat den Ball am Fuß zurückgespielt bekommen, schlägt ihn rechts raus ins Seitenhaus. Nee, hat er sogar noch geholt, aber nur auf Theo weiterleiten können. Theo auf Kirchhoff da hinten, auch wieder eine gute Partie macht und weiter Pass kommt er an. Nein, erst einmal geklärt von Florian Heißer da und sie versuchen sich zu befreien, aber Johnny Marx hat was dagegen. Oh, Vierrad hat gegen Heißer den kürzeren. Donnerschlag, der ist aber schnell, du. Super schnell und jetzt Can dann auf der linken Seite, Linksaußenposition ist er. Heißer Canan, die kennen sich von Viktoria Köln, da haben sie zusammengespielt, wie der heißt er. Linksaußenposition mit rechts rein, geflankt, weit kommt er mit der Brust. Wollen erklären, Schusschance, ein Meter drüber. Ich war in der Halbzeit drüben beim TSV Fanradio, ja, Steinbach hat auch sowas wie ein Fanradio. Und da sagt der Reporter, der Sven Firmich, mit dem wir uns ja ansonsten prächtig verstehen, ja, alles schön und gut, aber das Tor war ein irreguläres Tor. Klares Foulspiel, sagt er. Hat er das so gesehen? Er hat das so gesehen. Er hat das sehr exklusiv. Möglicherweise hat er ja recht. Also aber nach Ansicht der TV-Bilder werden wir uns neu entscheiden. Bisher war es für mich regulär, aber auch egal. Ah, Vetter, gut gemacht, abgeschirmt. Und der Ball läuft weiter hier über Hoca zu Theodor Sejades. Kommt in die Mitte! Oh! Das senkt er sich. Ei, der Dreskedo. Brandgefährlich. Das ist das Geile, dass bei uns fast jeder Angriff jetzt schon eine gewisse Gefahr versprüht. Und das ist der Unterschied. Da kommen die Flanken, der Dreske oder ein Echtzirbel oder wer auch immer, auch Vierrad, der da zum Kopfball gestiegen ist schon in dem Spiel. Sie alle verbreiten da vorne offensiv schon deutlich mehr Gefahr, als es letzte Saison der Fall war. Also nur irgendwann das zweite Tor machen für unsere Nerven. 56-38 gespielt, jetzt hier 1-0, Hechtzirbel, 12. Minute war es. Aber Steinbach, also Eckes mit einer Weltklasse-Parade, wirklich muss man sagen, wie er den fischt, hat er den Ausgleich verhindert. Noch einmal klasse gegen Chandan, also Steinbach kommt hier, Steinbach drängt auf den Ausgleich. Und wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie einen Konter setzen können, wie der Chandan, toller Fußballer. Kurz auf Kirchhoff, na nix war's und raus hat Hoca geschlagen den Ball da. Ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, um dort hinten einfach die Huller nur rauszuhauen, aber Eckes hat ihn runtergepflückt. Manchmal musst du das auch. Ja, natürlich musst du ihn raushauen, ist ja klar. Aber ich wollte damit sagen, das wäre schön, wenn wir ganz bald wieder zur spielerischen Linie zurückfinden. Also, jetzt erst einmal Abstoß. Daniel Eckes-Hendris, der Kapitän. Der kommt runter bei 72 Meter und 34 Zentimetern. Und da wird Mike Vetter, gefoult. So gibt es Freistoß, das Ganze folgerichtig. Exakt 30 Meter, halbrechte Verbindung zum Tor. Serkan Vierrad, der macht diesmal keine Anstalten, den Ball hier an einen anderen weiterzugeben. Er will selbst. Der Trenn kommt schon. Ja, der kommt schon, aber er darf nicht. Er darf nicht. Er durfte vorhin. Wenn der Trenn von da schießt, fällt er ja runter. Also aus dieser Position dann würde ich auch eher Trenn schießen. Eher der Trenn, dann fällt er nämlich runter in den Winkel. Serkan ist so, ich sag mal so 20 Meter und Trenn mehr so 30 Meter. Oder der Serkan flankt jetzt auf den Kopf von Dreske und dann ins Tor. Pass auf, Serkan Vierrad macht das Ding. Achtung, jetzt kommt er reingeflogen. Ah, da steigt er hoch, pflückt die Kirsche runter. Frederik Löhr, der Schlussmann, der Steinbacher. Ja, der ist halt leider gut, der Frederik Löhr. Mir wäre auch wohler, wenn da ein kompletter Fliegenfänger im Tor wäre, ja abseits Chandan. Aber wie er den Ball an- und mitnimmt, das ist schon klasse, der Kerl. Der hat Qualität, also der hat im ersten Spiel schon das Tor gemacht für Steinbach. Der wird in dieser Liga auch noch das ein oder andere nachlegen. Also da werden
schon noch manche irgendwie Abwehrreihen ihren Spaß mit haben. Heute haben wir ihn aber bisher super gelöst von unseren Jungs, wie insgesamt die Leistung hervorragend ist. Bis jetzt nach knapp 60 Minuten 1-0 steht es, nur bitte nicht ausruhen. Versuchen, das Zweite nachzulegen irgendwie und weiter hinten hell wach bleiben. Dann soll das hier heute mal eine Nacht in Rot-Weiß werden, wie immer so schön gesungen wird. Und jetzt gucken wir. Ah, Meier beim Kopf, erst einmal geklärt gegen Bektaji. Theo nach vorne auf die linke Seite. Vetter ist da, der ist wie ein zweiter Stürmer. Der ist zweiter Stürmer, auch wenn mir uns das ein bisschen komisch vorkommt, das ausgerechnet. Nicht Vetter. Wie, er ist Stürmer. Hoca macht das erst einmal gut. Ja, das Hechtzirpel schön auf Hoca gespielt. Hoca zieht ab und links vorbei. Aber das war die richtige Entscheidung. Absolut, gespielt, Abschluss, das muss sein. Der eine fliegt rein, der andere fliegt vorbei, das ist so. Aber wenn du nicht schießt, wenn du zauderst, wenn du Weiterspiel machst, dann haben wir das, was wir letztes Jahr hatten, ein Spiel ohne Abschlüsse. Aber das ist dieses Jahr anders und da muss man auch das versuchen. Also auch gut gemacht von Dren Hoca am Ende. Und Steinbach muss neu aufbauen. Hinten über Löhr, der den Ball zurückgespielt bekommen hat, nimmt ihn jetzt kurz auf Drukulja, die Sechs. Einer der Sechs, der Sohn des berühmten Drukulja, wir kennen ihn alle aus Ulm. Und jetzt Hechtzirpel. Einer wieder gefault. Nein, er sagt nichts, was? Okay. Das war aber auch eine eigenartige Auslegung, du, wenn er so weggemacht wird. Aber gut, weiter geht's. So, FC versucht die Kugel in den Griff zu kriegen. Steinbach im Vorwärtsgang. Da sagt er auch nichts. Also, ja. Lässt jetzt hier immer weiter spielen. In dem Fall zu unserem Gunsten. Und der FC kann neu aufbauen. Aus der eigenen Hälfte kommen. Jetzt der Seitenwechsel auf Johnny Marx hier auf rechts. Da geht's auf der Linie mit Vierrad. Ja, der dreht sich erst einmal. Muss nochmal auf Hoca spielen. So kommt der Ball ein bisschen ins Zentrum. Dann links rüber gewechselt. Da gibt es Szenenapplaus hier von der Haupttribüne. Und dann fliegt die Kugel dort vorne rein. Aber das wird kein Problem werden für Frederik Löhr, dem Schlussmann des TSV Steinbach. Ja, wenn ihr weiter Fanradio hören wollt, wenn es euch Spaß macht, ja, oder wenn ihr darauf angewiesen seid, dann entscheidet ihr nämlich jetzt, ob wir weitermachen können. Das ist euer Ding. Wir haben es nicht in der Hand. Wir können, wir wollen weitermachen, aber wir brauchen eure Unterstützung. 40 Euro braucht es. Die Kontoverbindung ist gerade eingeblendet, aber auch auf der Website nur jederzeit zu sehen. Es geht auch 2x20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder eben Dauerauftrag 3,33 Euro. Dann kriegen wir das gemeinsam hin. 20 Spieltage sind finanziert. Vielen herzlichen Dank all denen, die euch das jetzt ermöglicht haben, dass du hier Fanradio hören kannst. Und ja, schließ dich einfach an, dann kriegen wir das gemeinsam hin. Jetzt gibt es erst einmal Freistoß für den TSV Steinbach. Allerdings noch nicht in gefährlicher Position. Ja, je nachdem, wer die Flanken schlägt. Das ist die rechte Seite, rechtes Halbfeld, näher zur Mittellinie als zum Strafraum. Das soll euch ermutigen, aber drückt die Daumen. Das wird eine Flankensituation und die sind immer brandgefährlich. Alles, was da größer ist als 1,60, ist im Strafraum. Die Flanke kommt gefährlich rein per Kopf. Eckes ist da. Hat der eine Ruhe. Bis der den Ball aufnimmt. Aber er sieht das. Er weiß das. Oh, und schön weit abgeschlagen auf Vierrad. Der bittet jetzt hier zum Tänzchen. Hat gleich zwei um sich herum. Dann naht schon der Dritte. Dann spielt er erst einmal zurück auf Johnny Marx. Mike Vetter bietet sich an. Gutes Stellerspiel. Oi, oi, oi. Krieg ich Römer. Ich bitte dich. Hey, Ballbehauptungswillen hat einen Namen, Mike Vetter. Unglaublich, was der sagt, das ist mein Ball, den kriegt keiner, außer ich werde gefault. So, Theo, schön kurz mit Reske, der ist am Strafraum, gegen 2-3 widerlegt, schön links raus. Da ist Hechtzirpel, Flanke, komm rein, Tor! Was für ein geiles Tor! Was war denn das für ein Brett? Ein geiles Tor! 2-0 läuft sie! Und Hoca, der fliegt da in die Kanonenkugel. Unglaublich. Wie geil. Was für ein geiler Angriff. Da wäre ich im Leben nicht hingegangen. Nein. Da hält er den Ballon hin. Unfassbar. Wie eine Kanonenkugel, wie ein Schuss fliegt der Ball in den langen Winkel. Hoca, der in die Flanke reinstürmt, sich reinschmeißt. Und aus locker 11 Metern, würde ich sagen, dieses Ding versenkt. Sagenhaft. Also das macht richtig Laune. Donnerschlag. Wer nicht hier oben ist am Berg, Donnerschlag, der hat was verpasst. Absolut, absolut. 63. Spielminute. Guckt euch dieses Spiel in der Konserve an, wenn es der Lars eingestellt hat, hochgeladen hat. Ja, Steinbach, die werden jetzt wechseln, da haben sie den angekündigt. Aber,
Dieser 2:0-Treffer, der kommt zur rechten Zeit. Was für ein geiler Kick, was für ein geiles Tor. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt gewesen. Ja, eine Minute früher wäre für uns psychologisch wichtiger gewesen. Oh, jetzt die Kampfsau, Mike Vetter. Ja. Da wird er natürlich erst einmal gefällt, aber weiter geht's. Ja, Vierrad. Oh, jetzt geht's hier. Offener Schlagabtausch mit offenem Visier. Beide Teams. Ja. Jetzt ringt er rein, Mike Vetter. Komm, noch einmal, der UFC. Auch wenn es ein paar Haken, ein paar Ösen gibt. Hoca, wieder reingeflankt. Vorne, direkt Abnahme. Und hey, zurückgespielt. Götze, Leo. Was für Spielzüge, ihr lieben Flanke, Hoca. Direkt abgelegt von Hechtzirpel. Technisch hochwertig. Und Theo brezelt das Ding oben knapp neben den Winkel. Was ist denn das für ein Fußball? Ja, das hat nichts mit Offenbacher Fußball. Das ist nicht mehr mein Verein. Nein, das ist Sahnefußball, ihr Lieben. Olli Reck, da unten steht er. Der Dirigent. Olli und Joti, was zaubert ihr aus diesen Jungs raus? Das OFC-Orchester spielt hier die allererste Geige. Und was für eine herrliche Geige. Meine Güte, ist das schön. Ist das schön. Und wir spielen hier nicht gegen den FC Hinterdorfland. Wir spielen gegen TSV Steinbach. Und die haben Qualität. Die haben eine ordentlich geile Mannschaft auf dem Feld. Fahren wir nach Mailand, um den OFC zu sehen. Wird jetzt hier skandiert. Hier ist richtig was los. Er kann Vierrad, Seitenwechsel rüber. Vor die Waldemar Kleintribüne auf Theodosianis. Und das ist jetzt die richtige Entscheidung. Ruhe reinbringen. Jetzt kann man schön aus der verstärkten Defensive herausspielen. Vielleicht noch ein Konter setzen. 2:0 auf dem heimischen Platz. Das ist eine ideale Voraussetzung, da jetzt hier noch 25 schön, Minuten Johnny, offiziell schön, zu gehen. Johnny, klasse. Jan-Hendrik Marx grätscht ihn an. Den Weg in der Einwurf OFC. Aber 2:0, wir sind erst einmal beruhigter, weil es besser ist als 1:0. Aber es ist auch eine trügerische Führung. Also weiter dranbleiben, Vierrad, schön, weiter, Schlag, wieder Hechtzirpel, der holt ihn noch irgendwie, meine Güte, hat der Junge eine Technik, was für ein Kicker, in Nöttingen groß geworden, nur in Nöttingen gespielt und dann zieht er raus in die Welt und wie geil, er hat den OFC ausgesucht und er begeistert uns hier mit seinem Spiel, Niklas Hechtzirpel, Torschütze zum 1:0 und jetzt wird das einmal Steinbach doppelt wechseln mit der 5, Strojic wird kommen. Und Tahiri werden kommen, die beiden. Unser Tahiri? Nein, das ist der Hüsni Tahiri. Unser Tahiri spielt mittlerweile irgendwo in Spanien. Der war bei Schott Mainz und ist jetzt nach Spanien gewechselt. Ja, nicht nur die Waldemar Kleintribüne, nein, auch die Henninger. Und die Haupttribüne, sie steht. Warum? Weil sie Kicker sind. Ja, mit Recht. So, Marquette geht. Wer geht noch? Die siebte, warte mal, wer ist das noch? Dreh dich um, Junge. Junge, ich habe in Luft gepasst. Heiliger Strohsack. Wer ist denn da jetzt raus? Bombo. Ei. Also in der 7-16 auf jeden Fall Doppelwechsel rein. Tahiri und Strojic raus. Marquette und noch ein zweiter, bislang ungenannter. 17-7. Keine Ahnung. Also Freunde, wir werden rauskriegen müssen irgendwann. Aber jetzt gucken wir erst einmal. Hechtzirpel. Ah, Foulspiel. Es wird Freistoß geben für den OFC. Das Ganze jetzt von der halblinken Verbindung. Das Ganze noch 28 Meter bis zum Tor. Und da rücken sie auch. Auch Kirchhoff, der Abwehrrecke, der da hinten gut gestanden ist. Der will jetzt vielleicht vorne auch noch mal einnicken. Das macht richtig Spaß. Und gleich haben wir hier noch was ganz Besonderes. Ich habe hier einen Gast, den bringen wir gleich. Aber jetzt schauen wir erst, ob wir vielleicht noch ein drittes Tor einfangen können. Denn das, Lutz, wäre dann die Vorentscheidung. Da wären wir durch. So weit lehne ich mich aus dem Fenster. Wenn wir ein drittes machen, ist das Ding hier durch. Ja. Also Lutz, jetzt kriegst du einen Befehl. Babbel ihn rein. Hoca, Vierrad, Hechtzirpel beim Freistoß. Ich sage, Hoca wird ihn bringen. Ich sage, der ist frech genug, ihn direkt zu bringen. Geht drüber. Hoca, er schlänzt rein. Per Kopf erst einmal geklärt. Nächste Situation. Ja, pfeift der Schiri nicht. Klar, hätte ich auch nicht gepfiffen. Jetzt müssen wir aufpassen. Keinen Angriff. Hoca wollte faulen. Jan-Henrik Maas, jetzt sind sie ganz schnell auf der linken Seite. Passen wir auf. Die 5 ist das. Der neue Mann, Strojic. Can dann im Strafraum. Fahne hoch, abseits. Alles gut. Ja, leider gepfiffen. So, und jetzt habe ich hier einen interessanten Gast. Und das ist kein geringerer als unser Taxifahrer Momo. Und Momo, der hat etwas ganz Besonderes gemacht. Ich habe das letztes Mal schon so ein bisschen berichtet in der Reportage. Es gibt ja
auf einem jedem Taxi eine gelb-schwarze Nummer, eine Ordnungsnummer. Aber Momo, der hat das anders gemacht. Das werden wir danach noch mal einstellen. Der hat in sein Taxi hinten ein Kickers-Trikot, lieber Lutz, ja, eingehängt. Und guck mal, da hinten hat er die Nummer. Ja. Seine Taxinummer ist ja nämlich die 85. Ja, 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 ja. Und hier ist er jetzt. Hallo, Momo. Hi, grüß dich. Ja, ja, ja. Dir macht's auch Spaß bei den Kickers, oder? Auf jeden Fall. Ich drücke dir alle die Daumen. Und Momo, das ist ein Iraner, aber ein echtes Offenbacher Urgestein. Fährt ja hier schon 17, 18 Jahre Taxi und kennt jeden Stein hier. Natürlich, und jede Straße, vor allem jede Einbahnstraße. Also Momo, viel Spaß und danke für deinen Support. Danke auch, merci, ciao, ciao. So, das war er, Honda, ja, Taxizentrale. Da hinten, der fällt runter, der fällt nur einen halben Meter am Winkel vorbei, runter dieser Schrägschuss von rechts, halb rechts von Serkan Firat. Gute Güte, Jungs, was verwöhnt ihr uns? 2-0 steht's hier, Hechtzirpel Hoca in der 63. Minute. Granatenkopfball war es. Konnten wir gar nicht sehen, so schnell war das, aber es muss ein Kopfballtor gewesen sein. Scharfe Flanke, er rennt rein aus 11 Metern, der Ball fliegt wie ein Schuss in den Winkel. Unglaublich. So, und Steinbach hat zweimal gewechselt. Ich weiß immer noch nicht, wer da raus ist, aber zwei neue sind gekommen, Strojic und Tahiri. Und die versuchen jetzt natürlich alles mit dem Mute der Verzweiflung, wie man so schön sagt. Das mag uns Räume öffnen. Gleich sind hier 70 Minuten rum, 20 Minuten zu gehen. Es sieht gut aus bisher, es sieht gut aus. Und was richtig gut aussieht, das ist das Spiel der Jungs, unabhängig vom Ergebnis. Das Spiel, die Leistung, was sie da unten machen, wie sie es machen. Ja, da kriegt er hier mit dem Ellenbogen noch einen reingezwickt. Der Dreske geht zu Boden, aber er lässt arbeiten. Der wird also, der Dreske, der hat heute schon mächtig auf die Fresse bekommen. Der hat ordentlich draufgekriegt, aber das, was sie ihm draufgeben, haben andere einen Raum. Das darf man nie vergessen. Wenn sie sich um ihn kümmern, haben andere Raum und den nutzen sie. Und bis jetzt haben wir ihn genutzt. 2-0 steht's. Schön Firat geklärt, Götscher mit Firat, schön auf der rechten Seite, sind wir immer noch kurz, ja, schade. Gucken wir mal, Klärungsfehler auf die Haupttribüne, gerotzt der Ball da von Steinbach ein. Ja, die Fans auf der Haupttribüne, die spielen hier den Doppelpass mit und den Kickersbuben. Das macht ihnen auch Spaß, wenn der Ball mal da hochgeht. Und es wird Einwurf geben, 2-0 für der OFC, 71 Minuten gespielt. Und Lutz, das macht richtig Spaß. Absolut. Fand ich schön Interview mit Dreske, wo er sagt, ja, er freut sich schon auf heute, weil so vor 5000 Spielen, Heimfans spielen, das kennt er so noch nicht. Wegen 5000? Nein, ich sage nur, diese Zahl nannte er. Na, ich sage, lieber Florian Dreske, wir gönnen dir das. Und du beschenkst uns weiter mit deiner Leistung. Da haben wir alle was davon, wenn sie dich nach vorne schreien, wenn sie unsere Jungs nach vorne schreien. Und jetzt haben wir den Freischuss da vorne. Gucken wir mal, da können wir vielleicht was kreieren hier. Knapp 72 Minuten gespielt, ich wiederhole es gerne, gerne. 2-0, Hechtzirpel, 12. Hoca, 63. Geiles Spiel unserer Jungs, richtig geiles Spiel. Zweimal musste Endres, einmal Weltklasse, einmal super stark reagieren. Da war es eng, aber ansonsten haben wir die Sache hier schon im Griff. Geben Steinbach nicht allzu viel Entfaltungsmöglichkeit. Jetzt Freistoß für die Offenbacher Kickers von der rechten Seite. Wieder ist es Firat, der dort vorne auf den langen Pfosten zielt. Der Torwart kommt zwar raus, kann nicht richtig klären. Jetzt Hoca, der versucht nochmal ganz oben rein zu spielen. Ja, ist das Stefano Meyer oder was ist denn da? Hey! What a shot! Hey! Wie sagt der Engländer? What a shot! What a shot hier! Ihr erinnert euch an Emmerich, 66, statt mit links hat es der Meier mit rechts versucht, aber Zentimeter am Winkel vorbei, das wäre ein Tor des Jahres. Das ist jetzt der Killermeier oder was? Das war der Killermeier, du. Unser Killermeier war es. Und es wird Sammy Schentür kommen. Ja, Auswechslung wird es geben, dann werden wir das auch gleich hier mit einstellen und dann schauen wir mal, wer denn runter muss. Sammy Schentür wird jedenfalls kommen. Und dann blenden wir das Ganze gleich für euch ein. Also jetzt erst einmal der DSV Steinbach. Naja, also es ist schon eine super spielstarke Mannschaft. Aber der OFC bis hierhin immer einen kleinen Ticken besser. Das ist das, was wir oft mal hatten, wo wir sagen, der Gegner war den Ticken besser. Aber heute sind wir den Ticken besser. Toller Pass wieder auf Vierrad, aber geklärt einfach. Nur rustikal auf der Haupttribüne da von Sascha Strujic aufgeführt. Da Freistoß schon, der Einwurf schon. Hoca da am Ball auf Marx gespielt. Bringt er die Flanke, bringt er die Flanke. Das Dreske da will er hochsteigen. Da wird er noch einmal geklärt. Der Ball kann den Ball retten da hinten der Verteidiger. Und da kommen sie.
Die Steinbacher Fuß dazwischen, da sind wir wieder. Hechtzirpel gegen 1, gegen 2. Kann er nicht behaupten, Steinbach. Steinbach will wieder kommen, jetzt kommt er über. Can dann auf der rechten Seite viel unterwegs, da der Mittelstürmer von Viktoria Köln gekommen. Ganz starker Mann. Flanke will er bringen, wird das dann mal geblockt. Und raus die Wurst. Ah, jetzt geht's wieder andersrum. Vielleicht jetzt die Möglichkeit für den OFC, sich ein bisschen zu befreien. Aber da kommt die Kugel zurück. Jetzt Kopfballduell. Muss es schnell gehen. Und dann ganz, ganz, ganz große Ruhe dort hinten. Im Abwehrbereich dirigiert von Orchestermanager Daniel Eckesendrich. Ja, und heute überragend, einfach überragend, wie er diesen einen Ball geholt hat und den anderen gegen Can Dan, wie er da den Winkel verkürzt. Da stand es 1-0 und das wäre der Ausgleich gewesen, aber der Eckes wirklich in Bundesliga, in Champions-League-Manier, fischt er die Hula raus und jetzt kommt der Wechsel. Şentürk kommt, Hechtzirpel geht. Also dann was eingeblendet hier, seht ihr es dann auch. Unser Neuzugang Niklas Hechtzirpel, er hat das Tor gemacht, wird jetzt hier verabschiedet mit Standing Ovations. Der Neuzugang aus Nottingham. Und dafür kommt Sami Şentürk. Das ist auch ein Kämpfer, ein Beißer. Da wollen wir mal schauen. Da wird hier die Auswechslung noch mal richtig gefeiert. Und da haben wir es hier im Bild auch eingestellt. Lutz, wir müssen noch eine Viertelstunde ran. Ah, Sami Şentürk am Ball, unser Zweikampfmonster. Geholt schön auf Treske gespielt in der Rechtsaußenposition ist er. Der Florian bringt die Flanke, kann den Eckball ziehen, nein. Aber die Glocke, sie bimmelt immer noch, weil die Schlussviertelstunde soeben eingeläutet wurde. Und ihr wisst, was das bedeutet auf Fiebershöhen. Ah, also vielleicht noch ein Nachlegen. Und das ist Jan-Hendrik Marx, der spielt den Ball erst einmal fair ins Aus hier auf der rechten Seite. Und dann ja, wird es erst einmal die Unterbrechung geben. Was ist eigentlich genau hier die Unterbrechung? Das ist der neue Mann Strujic, den hat es ordentlich auf den Betonbelag hier gefetzt da bei dem Klärungsversuch. Der hat sich da, glaube ich, verletzt unten. Das ist natürlich ganz übel. Humpelt aber wieder aufs Feld, aber ja, fair rausgespielt der Ball, damit wir schauen können, was ist da passiert mit Strujic. Sascha Strujic ist das. Aber es geht weiter, er ist wieder im Feld. Ball raus, gucken wir mal, ob wir ihn zurückkriegen, die Hula. Kriegen wir fair gemacht da hinten von Daniel Reit. Faire Sportsleute, die Steinbacher, tolle Mannschaft ist das. Aber heute, bislang nach 76 Minuten, ist der OFC halt nun mal ein Ticken toller. Und da muss man sich nicht für schämen. Nee, alles andere als das. Und ja, wir warten jetzt noch auf die Zuschauerzahl. Die ist bis jetzt hier noch nicht durchgegeben worden. Aber Lutz hat ja hier vorgelegt mit 5.812 und ich sage mal 6.314. Und selbst das könnte noch überboten werden. Gefühlt verloren. Also ich glaube, nach dem, was hier mittlerweile rumsitzt und rumsteht, haben wir die 6 geknackt. Das wären 2 mehr als letzte Saison gegen den gleichen Gegner. Tolle Sache, sind auch viele aus Steinbach mitgekommen. Auch wenn es erstmal nicht viel aussieht, aber sind schon viele, wenn sie sich zusammenrotten würden. Auch eine tolle Sache. Ich habe hier noch schnell ein Mail, ich muss noch mal schreiben. Das zweite Weizen ist geöffnet. Das ist Gänsehaut pur von euch beiden. 40 Euro sind überwiesen. Die 3 Punkte bleiben auf der Bärschnur OFC, schreibt Thomas Seikel. Vielen herzlichen Dank dafür. Gleich wird es dann hier weitergehen. Von der rechten Seite Johnny Marx, der knetet erst einmal den Ball. Der muss hier noch ein bisschen warten. Denn ja, da gibt es noch mal eine Unterbrechung dort hinten am Fünfer außerhalb hier des Torgehäuses. Ja, Nico Herzig, das heißt, der OFC momentan in Überzahl. Jetzt versucht das dort vorne, weiß ich nicht. Und dann ist er erst einmal im Aus. Es wird Abstoß geben vom Gehäuse der Steinbacher, da wir jetzt noch 12,5 Minuten zu gehen haben offiziell. Aber Lutz, das was zählt, ist die dicke, fette 2 und auf der anderen Seite eben die 0. Ja, und nicht nur das, auch die Leistung, die Leistung, die Leistung. Das Ergebnis ist das eine. Aber wenn die Leistung auch noch stimmt und bisher stimmt die sowas von bei den Jungs, dann macht das natürlich doppelt und dreifach und fünffach so viel Spaß. Wirklich ein überragendes, wie aus einem Gussspiel, was wir hier sehen. Vierer in die Linksaußenposition, weiter Pass von Theo war es. Kurz auf Vetter, der ist am Strafraum. 20 Meter zieht er ab. Glanzparade. Löhe-Eckstoß. Meine Güte, wie geil ist das denn hier? Was für ein Brett von Schuss von Vetter. Und dann taucht er ab und bringt das Ding tatsächlich noch ins Tor aus. Ja. Frederik Löhe, jetzt hat er auch die Haare wirklich schön und ein guter Torwart war er schon immer. Stellt er immer wieder unter Beweis,
Heute ein Fliegenfänger im Tor und wir hätten hier 4 oder 5 Hütten gemacht. Und gleich kommt Akkötsch noch, jawohl. Der macht auch noch einen. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Er weiß, wo das Tor steht. Er weiß es ganz genau. Gut, wir zwei wissen es auch, aber wir dürfen ja nicht mehr. Akkötsch ist im Grunde der Erfinder des Tores. Das ist es, ja. So, bring den Warol nochmal und alles hier ist gut. Was gibt da Fahndal hoch? War es wohl abseits? Egal. Also. Jetzt verlegen sich die Steinbacher darauf, hier noch große Diskussionen anzufangen. Ich dachte, sie wollen den 2:0 Rückstand aufholen. Ja, führt da. Also uns soll es recht sein, denn erstens, es kostet sie wertvolle Zeit. Zweitens, sie bekommen die gelbe Karte. Also wirklich, die Dummheit, sie stirbt nicht aus. Wer war es denn? Ich habe die Rückennummer gar nicht gesehen. Weiß ich nicht, aber er hat das alles in unserem Sinne gemacht. So soll das sein. Du hast den Freistoß und du meckerst weiter, solange bis du gelb siehst. Wenn ich deren Trainer wäre, ich den mit da hinten irgendwo sonst wohin drehen. Ich würde ihm schon sagen, irgendwann, wenn er die fünfte sieht, Junge, weißt du noch damals in Offenbach. So, weiter Schlag Löhe Richtung Strafraum. Mach sein Aufpassen. Meier erst einmal per Kopf. Hat gefühlt jedes Kopfballduell gewonnen heute. Ja, immer noch Steinbach. Deswegen an der Linksaußenposition gegen Marx, der beißt sich da rein. Das ist im Liegen gespielt, mein Lieber. Am Ende der Johnny. Ja, da war der Johnny schon noch dran, da war er dran. Ja. Das ist schon richtig, Einwurf jetzt geben für den TSV Steinbach. Das Ganze hier ja, fast an der Eckfahne. Also, wenn er jetzt noch weit werfen kann. Ah, jetzt gibt es nochmal einen Wechsel auf Offenbacher Seite. Da schauen wir genauer hin. Also Florian Dreske, der Neuzugang, geht, hat gerackert und geackert, hat die Räume freigemacht und dafür kommt der Stürmerkollege Warol Akkötsch. Und dem wünschen wir jetzt von Herzen auch noch ein Türchen, dem sympathischen Türken. Also wollen wir schauen, dass der vielleicht noch auch einen reinsteckt. Ja, hätten wir nichts gegen. Jetzt aber erst einmal Einwurf. Nee, die wechseln auch nochmal. Müller kommt und zwar der Tim Müller mit der 31. Und es geht mit der 20 Florian Heister. Das haben wir jetzt mitbekommen. Also der Hessische Rundfunk meldet wohl 6.445 Zuschauer. Das wäre ziemlich genau auf meinem Tipp. Ja. Aber hier ist noch nichts durchgesagt worden. Nee, sehr interessant. Da weiß er mehr als wir, aber gut. Die haben die gezählt, Hand verlesen. Ist ja auch in Ordnung. Also wenn wir die 6.000 knacken, bin ich schon mal sehr, sehr begeistert. Weil die, die heute da waren, die werden auch beim nächsten Mal wiederkommen, wenn es hier gegen Kassel geht. So, aber wieder Steinbach. Klar, die drücken jetzt, die versuchen es 9 Minuten hier noch zu gehen. Müssen aber jetzt ganz zurückspielen auf Löhe von der Mittellinie fast. Der hat es aber eilig. Der geht zentral, jetzt links rausgespielt auf die 5. Strujic, der neue Mann. Linker Verteidiger, aber zu kurz auf Semih Şentürk. Der hat den Ball behauptet, sehr, sehr gut. Semih Şentürk, was für ein Pass. Geiler Pass raus auf Serkan Firat. Der geht links außen Position Richtung Strafraum. Kommt er vorbei. Der Wille muss noch einmal abdrehen, muss noch eine schöne kurze Drehung. Ja, und lässt checken auf Hoca und er zieht ab, wird geblockt, immer noch gefährlich die Nummer. Ach, rutscht durch zur Löhe, aber erst einmal von Semih Şentürk. Toll gemachte, tolle Balleroberung und gleich rausgespielt. Auch der sofort im Spiel, unser Zweikampfmonster der zwei der Testspiele. Kommt rein, ist im Spiel, so muss das sein, das ist es. Unsere ganzen 23 Jungs, die alle zusammen hier für unsere großen Ziele sich reinhauen. Jetzt aufpassen, wieder Meier mit dem 1500. Kopfball, den er da hinten wegholt. Und Jan-Hendrik Marx schießt ihn an, sehr gut gemacht, Johnny. 8 Minuten noch zu gehen auf Biebershöhen. Noch immer Pranger, die dicke, fette 2 auf der Offenbacher Seite. Und jetzt kommt die Zuschauerzahl und die 0 auf Vetter auf Seite des TSV Steinbach. Ja, tatsächlich, also die wussten das wirklich schon vorher. 6.445. Glückwunsch, Lars, ich finde das so geil. 6.000 ohne Aktionen, ohne irgendwas. 6.445, 4.100 hatten wir letztes Jahr. Das ist ein überschlagenes Plus von 2.100. Jetzt gibt es noch Geld für Götze. Also wenn es so bleibt, dann haben wir unseren Zuschauerschnitt um 1.000 nach oben geschraubt. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Also Götze, zweite Gelbe. Das ist der Fluch der Sechserposition beim OFC. Da sammelst du die gelben Kartons ohne Ende, aber egal, Serkan Gözer wieder starkes Spiel.
6 Minuten noch zu gehen und, nee, 7 Minuten, genau, 7 Minuten noch zu gehen, offizielle Spielzeit. TSV Steinbach mit dem Freistoß. Da kommt da vorne rein auf die Strafraumgrenze. Erst einmal abgewehrt, natürlich Kirchhoff und jetzt Theo Dosiades, der leitet jetzt vielleicht hier sogar den Angriff ein. Allerdings geht der Ball ins Seitenaus und das gibt Einwurf, OFC. Ja, da musste er ins Seitenaus klären, den konnte er nicht besser bereinigen, diesen weiten Schlag von Theo. Einwurf OFC, hier die Zeit, sie tickt runter, 83:36 hier Kirchhoff mit links den Ball nach vorne geschlagen, fetter Verlänger, da ist Akkötz, gucken wir mal, ja, schön verteilt den Ball rechts auf Jan-Hendrik Marx, der hat viel, viel Platz, kurz auf Semichentür, kurz auf Akkötz, ja, ein, zwei Haken macht er, will er vorbeigehen, schafft er nicht, aber Marx kommt dazu, hilft ihm erst einmal in Rechtsaußenposition, bringt er Johnny die Flanke, aber da war keiner, Abstoß für die Steinbacher, aber das schmälert nicht dieses geile, tolle Spiel unserer Jungs hier heute Abend. Alle miteinander richtig toll runtergespielt bisher, diese fast 85 Minuten, 2:0. Hechtzirpel 12. und Hotscher in der 63. Das sind so die Minuten, die du dir wünschst, ein frühes und nach einer Stunde das zweite. So können Spiele entstehen, aber Steinbach hat es immer gefährlich gemacht. Zweimal Endres, das dürfen wir nicht vergessen, der Eck ist überragend gehalten, uns damit im Spiel gehalten, den Steinbacher den Ausgleich verwehrt. Also es ist wirklich eine klasse Leistung, aber ein verdientes, hochverdientes 2:0 bisher. Ja klar, da gibt es keinen Zweifel, das geht unterm Strich absolut in Ordnung, weil der OFC immer ein bisschen aufmerksamer, ein Ticken schneller, ein Ticken besser war. Aber ganz klar, der TSV Steinbach, das ist ein Top-Team und das wird noch anderen Teams sehr, sehr viel Ärger bereiten. Absolut, deshalb sage ich, wenn wir diese ersten Spiele einigermaßen erfolgreich bestreiten, so habe ich mir das gedacht, dann kann das eine geile Saison werden. So hast du dir das gedacht, ja. Ich habe mir das gedacht, weil wir die richtigen Bretter ja ziemlich gleich kriegen, ja. Das sind ja schon Bretter, die sie uns da hingelegt haben, die ersten 7, 8 Spieltage. Kann man anders nicht sagen. Da gibt es Mannschaften, die starten angenehmer. Aber immer noch sind wir nicht durch. Oh, Chandan rutscht durch. Marx schießt den eigenen Mann an, aber Eckes ist da. Ja. Und da geht er auf Nummer sicher. Und dann legt er sich erstmal auf das Bällchen, als ob er da etwas ausbrüten wollte. Ja, er muss auch gucken, ob der Ball dem Druck standhält. Ja. Ob der Ball dem Druck standhält. Ja, das Bällchen noch ein Küsschen und dann wird er verabschiedet, da drüber in die Hälfte. Der Steinbacher. Sammy Sendürk mit der Körpertäuschung. Ja, schön davor gestellt. Und jetzt geht's in die Mitte. Hotscha, schnelles Kombinationsspiel. Warol Akkötz, was macht er? Rauslegen, genau, da ist nämlich Johnny Marx. Nochmal mit Ruhe und Bedacht zurückspielen. Sendürk, Hotscha an der Kugel. Jetzt der Crosspass rüber. Kommt der an? Nein, der kommt nicht wirklich an. Also, da wollen wir schauen. Hier hinten die Steinbacher. Ja, also an der Ecke gibt es Einwurf. Und da dürfen sie sich gerne aufhalten. Immer wieder ein Füßchen dazwischen, so muss das sein. Soilers wird gleich noch kommen hier. In der 87. Minute steht er da unten. Mal gucken, wer da geht. Also der geilste Club der Welt, dem brauchen wir eigentlich nichts hinzuzufügen. Stimmung drüben war wieder Weltklasse. Hotschers Schuss gut an die Eckfahne. Der war befreiend. Der hat zumindest die Auswechslung klar gemacht. Gucken wir mal, wer geht. Soilers wird kommen hier in der 87. Minute. Also Mike Vetter wird runtergehen hier. Habt ihr es im Bild? Mike Vetter geht. Ganz, ganz große Leistung. Auch er wird mit Standing Ovations hier verabschiedet. Und in die Arme von Axel gleich hier gleiten. Und Christos Steulers, der Grieche, er kommt. Und er ist ausgepumpt, der kann kaum noch. Aber er hat alles gegeben. Mit seinem letzten Atem verlässt er hier das Feld. Das letzte Körnchen hat ihn vom Feld getrieben. Also, wir sagen euch jetzt einmal ganz schnell, die Spieler beim OFC, die heute mal so richtig schlecht waren, die uns enttäuscht haben. Das war's. Da sind wir durch. Wer hat uns begeistert? Alle. Der Rest, der ganze andere Rest in Rot da unten, die waren. Also wenn das keine Werbung für den Offenbacher Fußballclub war, dann weiß ich es auch. Regionalliga Südwest, wir sehen hier geilere Spiele als in der dritten Liga, als teilweise in der zweiten Liga. Leute, ihr brennt da unten für diesen Verein, ihr Jungs, und das ist so geil. Das macht so viel Spaß, euch zu sehen, und das macht es auch so viel Spaß, hier oben den ganzen Kram mitzumachen. So, Steinbach, aufpassen.
Ja, noch einmal Hoca, linke Seite ist Rujic, will er Max ausgucken, schafft er nicht. Da gibt's gewimmelt, Max gewinnt. Gut. Johnny, macht das gut. Weiter passt dort vorne raus. Auch wenn er ins Ausgeht. Das ist wertvolle Zeit. Anderthalb Minuten noch offizielle Spielzeit. Und dann wäre hier Schicht im Schacht. Und das, Lutz, kann man schon mal festhalten. So arg hoch gewinnt Steinbach hier heute nicht. Wird schwer. Außer es gibt 12 Minuten Nachspielzeit und seltsame Elfmeterentscheidungen. Aber das ist so geil, richtig so geil. Und Steinbach, das ist eine Nummer. Die haben Qualität, da brauchen wir nicht rummachen oder irgendwie schlecht reden oder das irgendwas. Das sind richtig geile Kicker auf dem Feld. Vielleicht hatten wir Glück, dass die noch nicht so eingespielt sind. Ja, aber ist egal. Jetzt vielleicht schnelle Umschaltbewegung, nochmal ein Konter setzen. Das wäre die Möglichkeit. Sammy Sentürk über die rechte Seite, trabt er auf Stoilers. Der ist ja noch frisch, auch wenn es die falsche Seite. Ei. Da wird er hier von den Brettern genagelt. Und da hat er schon den gelben Karton. Ei, der Bösewicht hat sich auch noch einen Krampf geholt. Und wegen mir kann er jetzt so lange hier da unten seinen Krampf ausarbeiten, bis hier abgepfiffen wird. Also so eine Mischung zwischen Müdigkeit und Frust, glaube ich. Das ist jetzt wieder keine. Weil er hat echt einen Krampf, der hat Schmerzen, der Junge. Also der geht da rein in den Zweikampf, haut den, hackt den richtig um, den Stoilers. Aber ganz ehrlich, nach 90 Minuten, das war ein hochintensives Spiel. Da fehlt es an 3% Konzentration, das kann passieren. Also wollen wir dem Daniel Reiter nicht super böse sein. Freistoß. Also, hier noch was, super Reportage von euch, tolles Spiel und unserer Jungs. Habe gerade 50 Euro überwiesen. Viele Grüße von der anderen Mainseite Hühnerstadt. Euer Peter Radloff, ja, vielen herzlichen Dank dafür. Tut's ihm gleich, so dass wir weitermachen können, Fanradio. Wir wollen weitermachen, aber ihr entscheidet das, ob es weitergehen kann. Ihr braucht eure Unterstützung, so wie ihr uns braucht. Und das ist ein Geben und ein Nehmen. Und das Spiel wird gleich hier fortgesetzt. Da können wir das einfach nochmal sagen. 220 Euro geht auch oder Vorrunde, Rückrunde oder eben ein Dauerauftrag 3,33 €. Und dann kriegen wir das gemeinsam hin. Und jetzt vielleicht noch die letzte Möglichkeit für den OFC, während hier schon alles im Freudetaumel ist und singt und hüpft und klatscht und tanzt. Der OFC an der Eckfahne lässt es langsam angehen. Die offizielle Spielzeit, sie ist schon rum. Ganz klarer Fall. Und da sind wir jetzt 28 Sekunden über die Zeit. Und für uns, Lutz, gibt es keinen Grund nachzuspielen. Nein. Bereitet euch auf ein entspanntes, schönes Wochenende vor, weil was gibt's Geileres? Jetzt gibt's einen Freistoß für den OFC, da wurde der Johnny nochmal umgemacht. Freitagsabends gewinnen, dann kannst du ganz entspannt den Rest betrachten und wir gewinnen. Die anderen mal zeigen, was sie können, ne? Ja, das sollen sie mal zeigen. Sollen sie mal zeigen, zwei Spiele. Aber die Größten sind am Ende immer noch wir. Ja, also wir haben beim fünften der letzten Saison, Fakt, 4 Punkte geholt, weil hier verlieren wir nicht mehr, hier verlieren wir auch keine Punkte mehr. Und das ist ein starker Start. Da hat der Olli, da haben der Joti, da haben die wieder unglaublich viel richtig gemacht in der Vorbereitung. Also die OFC-Festspiele, sie sind in vollem Gange. Da hüpft und tanzt alles da drüben auf der Tribüne. Das schwappt drüber auf die Haupttribüne und Vierrad, der nimmt noch einmal die Kugel, nimmt was? Oh, das musste jetzt das 3:0 sein. Aber es gibt noch einmal Eckball. Donnerschlag, was für eine Rakete. Also, Frederik Löhr, der hat gezeigt, dass er nicht nur die Haare schön hatte beim letzten Spiel, sondern dass er auch im Tor ordentlich was kann. Das war jetzt die gefühlt dritte. Mal, Lutz, wir sind mal ruhig. Gänsehaut pur auf Bibershöhen, die Nachspielzeit. Sie ist schon 2 Minuten im Gange. Und der OFC hat es nicht mehr eilig, denn er führt 2:0. Jeden Moment ist hier Schicht im Schacht. Und dann geht der OFC mit 3 fetten Punkten hier aus dem Heimspiel. So heimstark, ja, wie der OFC in seinen besten Jahren immer auch war, ist man hier auch gerade in der letzten Saison gewesen. Und da knüpft man jetzt an und die Möglichkeit noch einmal für den OFC jetzt. Da hat er getändelt da hinten und Glück gehabt. Aber der Schiri, der hat Spaß daran. Ist ja klar, wenn die Kickers spielen. Logisch, da guckt man gerne mal zu. Was gibt's da jetzt? Einwurf für Steinbach. Die haben es jetzt immer noch super eilig. Da lässt dann erst einmal prallen, quer gespielt. Jetzt gibt's einen Freistoß. Ui, da hat das jetzt aber gut gemeint. Freistoß für Steinbach. Aber wir haben jetzt gleich 3 Minuten über die Zeit. 2:45 in dieser Sekunde. Noch was von 12 Minuten Nachspielzeit und komischen Entscheidungen. Lutz, da wirst du am Flutlichtmast aufgehängt, wenn das kommt. Das stimmt. Nein. Also das ist jetzt die allerletzte Aktion. Donnerschlag, oder? Ja, sollte so sein. Freistoß, rechtes Halbfeld, Flankensituation.
ganze Jahr schräge 30 Meter zum Tor, 35 Meter zum Tor. Jetzt bringt er die Flanke rein, per Kopf erst einmal Kirchhoff dazwischen. Und da ist Gözer mit dem Ball am Fuß. Vorbei! Und das war's, der FC gewinnt 2:0, nimmt den Dreier mit. Wir sind happy, der Biberberg steht Kopf. Und am Mikro verabschiedet sich Lars Kistner. Und Lutz Kammermeier, schau ihr Leute, feiert schön!